Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Livestream. Schon lange ist es her, diesmal wieder mit meiner Frau natürlich. Hallo! Ja, und heute spielen wir ein extrem lustiges Spiel, Blood Bowl Team Manager. Entschuldige ich auch ganz kurz, ich werde noch natürlich an meinem Tablet noch in das Video einsteigen. Also eins möchte ich sagen, wir haben erstmal das Spiel angespielt, die Regeln gelernt und quasi jetzt so eine erste richtige Partie, und wir sehen jetzt schon, dass es extrem lustig ist, das Teil eigentlich einfach zu lernen. Es gibt ein paar Sachen, dass man aufpassen, dass man die nicht übersieht. Aber wie gesagt, Regeln ohne Gewehr, wie immer. Aber es fehlt vielleicht ein kleiner Übersichtsbogen, damit man ein paar Sachen nicht vergessen kann, aber ansonsten ist das Spiel wirklich leicht gelernt und ich sage es euch gleich, extrem thematisch sogar. Ja, ich muss da jetzt noch schnell in mein Video, damit ich euch natürlich auch nicht sehen kann, was ihr schreibt. Ganz klar. Ja, und ich habe ja auch mal Flag Football gespielt, also... Oh, warte mal, ich habe kein Thumbnail. Ich habe kein Thumbnail im Stream. Ich schaue mal kurz, ob ich das noch ändern kann. Da habe ich doch gerade vergessen, das Thumbnail zu machen. Aber ich glaube, während des Videos kann ich das doch hier bearbeiten. Machen wir noch das Thumbnail dazu. Thumbnail. Das habe ich doch glatt vergessen hier. Wo haben wir es? Naja, ich kann es nicht finden. Ja, wo habe ich das Thumbnail? Da ist es. Da. So. Jetzt passt auch das Thumbnail dazu. So, also rein da. Thomas Mick, hallo, du bist ja auch immer dabei. Ja, also Ziel des Spiels ist ja ein Footballspiel, ein brutales Footballspiel. Können auch mehr Bälle ins Spiel kommen. Und man kann das Spiel gewinnen, wenn man hier 10 Punkte mehr als der Gegner hat, hat man sofort das Spiel gewonnen, ganz einfach. Oder der Kartenstapel hier von den Herausforderungen ist leer, dann wird der mit den höchsten Punkten gewinnen. Wir spielen noch eine Zusatzregel mit den Endherausforderungen, das heißt, wenn diese Herausforderungen kommen, dann muss man die bis zum Ende spielen. Ja, so irgendwie ist da die Regel. Also wenn wir da kann das Spiel nicht aus sein, wenn quasi die normalen Herausforderungen aus sind, ja, sondern da geht es noch weiter bis zu den Endherausforderungen, so meine ich ist das. Ja, und wenn ihr Bock habt auf ein lustiges Spiel, ist definitiv jetzt schon eine Empfehlung. Ja. So, ich würde sagen, ich bin Startspieler. Ja. Bist du fertig mit deiner Aufstellung? Okay. Ich bin fertig. Okay, also eins noch, falls ihr auf den Miniaturen hier diese Krepppapier-Sticker seht. Das ist der einzige Nachteil, dass ich im Spiel habe. Aktuell, die sind nicht bemalt. Die Figuren am Anfang zu unterscheiden, vor allem wenn du es noch nicht gespielt hast, ist schon schwierig, vor allem bei den Zwergen. Und darum haben wir die erstmal mit Beschriftungen versehen. Genau, ich habe auch hier meine drei Feldspieler markiert. Und der mit den zwei Markierungen ist Blitzer. Ja, ich möchte nur ganz kurz noch die Regeln, ganz kurz die Regeln erklären. Das heißt, wir machen abwechselnd Züge und wir haben dann immer drei Aktionen zur Verfügung. Ja. Und je nachdem, welchen Zustand der Spieler hat, ist er frei, ist er gedeckt, ist er am Boden oder ist er in der Reserve, kann man immer weniger machen. Ja. Wenn er frei ist, kannst du rennen, decken, werfen, darfst niemals die gleiche Aktion machen. Und mit diesen drei Aktionen können wir unser Team befehligen. Ja, ich könnte auch alle drei Aktionen auf einen aufwenden, aber niemals die gleiche Bewegung, außer es ist eine Spezialbewegung, die der Spieler kann oder aus Karten bekommt. Aber ansonsten, ja, werdet ihr den Rest sehen. Erklärung von mir kommt natürlich da sicher noch. Oh, 8 Leute in dem Chat. Na, hallo an alle. Ja, ich würde ihn vielleicht noch darüber stellen. So, jetzt habe ich dir was versteckt. Bei dir sieht das so taktisch aus.
Nein, aktuell nach dem Spiel. Es war so toll, ich habe gesagt, wir könnten ja schon weiterspielen an dem, wo wir angefangen sind. Mein Spieler ist hier gestanden, mit dem Ball in der Hand, hat einen Schritt gebraucht bis zum Touchdown. Hier sind die Endzonen. Und es wäre extrem spannend gewesen gerade, aber meine Frau hat gesagt, nein, im Livestream will sie da nochmal von vorne anfangen. Ja, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, auf alle Fälle. Dann ist es nochmal so, wenn man hier mit Spieler kann man sich eben bewegen, also hier seht ihr den Bewegungswert. Dann kann man werfen, je nach Reichweite kann man Modifikatoren dazu. Und der Spieler muss, um erfolgreich zu werfen, die 5 Plus haben. Und wenn der Spieler getackelt wird oder umgestoßen wird, ja, dann muss er würfeln, ob er ausscheidet aus dem Spiel und verletzt ist oder eben am Spiel bleibt und liegen bleibt am Boden. Genau, so viel dazu. Ich werde ab und zu vielleicht nochmal in die Regeln schauen, natürlich. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, fangen wir das Spiel an. Ist ja extrem lustig, was hier abgeht. Vielleicht noch die Herausforderungen, die einigen. Beanspruche diese Karte, wenn ein Spieler deines Teams den Ball in Besitz genommen hat und dein Team den Ball zu Beginn deines Zuges nicht besessen hat. Okay, also das ist einfach. Man bekommt auch Punkte dafür. Also einfach nur den Ball aufheben. Beanspruche die Karte, wenn ein Spieler deines Teams den Ball in Besitz genommen hat und dein Team den Ball zu Beginn deines Zuges nicht besessen hat. Boah, kannst du 2 auf einmal beanspruchen. Ja. Schäftig. Muss ich ja nochmal in die Regel schauen, ob du 2 gleiche aufholen kannst. Da will keiner den Ball als erster aufheben. Beanspruche die Karte, wenn ein Gegner verletzt wurde. Okay. Ja, in der ersten Runde wird mit diesen sowieso nichts gemacht hier. Mit den Herausforderungen, also in der ersten Franziska Gretsch im Fies rein. Ja, wenn du wüsstest, was abgegangen ist bei der ersten Partie, schubsen und schubsen, wir haben uns gegenseitig geschubst und wenn man sich vorstellt, ihr werdet es gleich sehen, man ist ein Trainer, dann flucht man richtig auf seine Spieler. Ja, das ist schon sehr thematisch. Ja, wir haben nur ein bisschen rumgeschubst. Und manchmal war es auch daneben, aber richtig hart ist so, es beim letzten Mal nicht geworden. Dann fangen wir an. Also Würfel, wo ist der W8? Da ist er. Du würfelst, der Ball kommt ins Spiel und springt gleich. Das ist eine 5, oder? Mhm. Eine 5. Das heißt, er springt laut dieser Tabelle auf dieses Feld. Ist auch ganz lustig. Sicher. Da. Ah, hierhin, genau. Noch eine Anekdote, man kann das Ganze auch, ich bin ja voll begeistert davon, mit unterschiedlichen Ballarten spielen. Ja? Nörgelball, zum Beispiel Donnerkrakenball, gemeiner Geist, Skelett. Ich habe zwar die Miniaturen nicht dazu, die muss ich mir irgendwo noch besorgen. Aber da kann man sich coole Spielmodi einfallen lassen, dann wirken sich die unterschiedlich aus. Warum scrollt da immer mein Bildschirm aus? Das finde ich nicht toll. Ach so, ich bin ja nicht im Video drin. Jetzt aber. Warte kurz. Heute macht die Technik nicht das, was du willst. Ja, genau, so schaut's aus. Und hier noch. So. Nicht, dass ich euch nicht wiedersehen kann. Warte mal, nur kurz auf den Top-Chat wechseln. Irgendwie ist das immer komisch. So, okay. Ich bin dran. Dann beginne ich mal. Also, ich würde sagen... Wo ist mein Troll-Schlechter hier? Das ist er, genau. Der Troll-Slayer kann... 5 Bewegungen, das heißt, der macht mal 1, 2, 3, 4, 5 und der Läufer wird 1, 2, 3, 4, 5. Und der fehlt, na, da haben wir den Blitzer. 1, 2, 3, 4. Ah, der Blitzer mit dem Feldspieler. Da haben wir noch 2 Feldspieler. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann bist du dran. Mhm. Und ich glaube, in der ersten Runde kann man keine beanspruchen. Da ist ja so drin gestanden. Aber ich glaube, die werden dann auch nicht weitergerückt, ja. Auf jeden Fall. Nein, sie werden nicht weiter. Ich glaube auch nicht. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was, 7? Der darf 7 gehen. Boah, der hat 7 Bewegungen, das ist schon heftig. Wieso holst du den Ball nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus Salzburg, Sheraton. Sechs. Hallo, Grüße aus Salzburg zurück. Super, woher kommst du aus Salzburg? Kannst gleich hier mitspielen. Ja, das ist ein Zweispielerspiel. Ja, stimmt. Und 2, 3, 4, 5, 6. Ja, es steht, die Herausforderung beanspruchen wird übersprungen. Aber ich würde einfach mal sagen, wir geben es auch nicht weg, es wäre sinnlos. Okay. Ja, dann bin ich wieder dran. Ja. Wieso holst du den Ball nicht? Das ist gerade interessant. Boah, es ist schwierig, die Situation. Jetzt kann ich mich nicht mal hinlaufen. Du hast dich genau so hingestellt, dass ich keine Deckenaktion machen kann, gell? Oh na, Decken ist ja zwei Schritte, oder? Decken ist zwei Schritte, ja. Ja, eben. Dann macht der Trollseher einmal Decken. Eins, zwei. Und seine Spezialfähigkeit ist... Jedes Mal, wenn er eine Deckenaktion ausführt, kann er sofort eine freie Blockenaktion ausführen. Ja, also Blocken in diesem Spiel ist quasi ein brutaler Block. Das heißt, ein Angriff im Endeffekt. Ja. Das ist geil. Jetzt würfeln wir mal gut. Vorher war es echt lustig. Da haben wir nur Scheiße gewürfelt und die haben sich nicht verletzt. Gut ist. Oder? Daneben? Nein! Ja, das ist daneben. Ich glaube immer bei Totenkopf. Ja, bei Totenkopf. Bei Totenkopf ist immer nein! Das ist so geil. Und dann hängst du schon im ersten Zug als Trainer da und dann denkst du dir, mein Gott, wieso habe ich den eingewehrt? Wieso ist der ein Team? Hä? Ja, da habe ich noch eine Aktion. Das ist natürlich blöd. Warum? Du bist jetzt gekommen. Ah nein, das war eine Gratis-Aktion. Ja, eben. Ja. Vorher habe ich so gemacht, ich habe den Ball erobert, ich habe den Ball erobert und gleich auf die Seite geworfen. Das war extrem cool. Du könntest ja nochmal blocken, weil das war ja eine Freiaktion blocken. Stimmt. Du hast recht, du darfst mir nicht helfen. Ja, stimmt. Aber trotzdem habe ich noch zwei Aktionen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Und dann blockt er jetzt nochmal. Das gibt's ja nicht. Das ist nur einmal drauf, hey. Okay, ja. Dann ist dein... Na, warte mal, habe ich dann... das darf ich nicht übersehen. Aber ich glaube, ich habe nichts geschafft. Nein. Fuck. Dann ist die Karte weg. Das ist quasi auch der Timer. Und du bist dran. So, neue Karte. Beanspruche sie, wenn ein Ball durch einen Spieler deines Teams 5 oder mehr Felder von einer Endzone fortbewegt wurde, geworfen, getragen oder gehüpft. Mhm. Gehüpft. Also das Spiel ist so lustig, wenn der Ball runterfällt, dann hüpft er irgendwo hin und kann dann weiter hüpfen, je nachdem, wie die Situation sich ergibt. Und wenn du dann mit den Spezialbällen spielst, ja, mit diesen extrem großen Stapeln an Spezialbällen, haben die sogar noch Eigenschaften. Ja, da gibt es klebrige Bälle, alles mögliche. Also das Spiel, was das kostet für die Box, was ich da bei Thalia zahlt, das ist absolut value. Ja. Würde ich echt zuschlagen sofort und ich werde mir wahrscheinlich auch die Season 1 holen, kostet vielleicht nur 25 Euro mit Gutschein, also. Okay, dann. Hallo Marc B. Wir kennen uns von P3, okay, cool. Aber ich habe jetzt kein Gesicht zu deinem Namen, blöderweise. Okay. Ja, dann müssen wir mal zocken. Ich laufe jetzt mal mit dem nach vorn. Ich finde es total frech, dass meine Frau den Ball noch nicht geholt hat. 4, 5, 6. Ja, das mache ich natürlich jetzt.
Aber geht es mit dem Weitermachen, ist nur, falls du alle Bälle besitzt am Ende des Zuges. Gell? Wenn ich einen Ball besitze und du auch einen Ball besitzt, ja, ja, dann gibt es Weitermachen nicht. Das ist so eine geile Regel. Also wenn ein Team alle Bälle besitzt, weil es können ja mehr kommen, am Ende des Zuges und am Anfang des Zuges kommt ein weiterer Ball ins Spiel. So, der hat jetzt den Ball aufgehoben. Ja. Das ist dein Werfer, oder? Ja. Der wirft bei 3 plus. Okay. Der wird jetzt abgedeckt. Was machen wir dann? Warum muss ich bei Decken jetzt machen? Genau. Werfen ist auch eine Aktion, oder? Sicher. Das ist so lustig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und? Okay, also nochmal zur Info. Bei Decken muss ich, also wenn du jetzt hier gestanden wärst, Schatz, wenn du hier gestanden wärst, dann könnte ich nicht durch Decken hier und hier hingehen. Also ich muss am ersten Spieler stehen bleiben, den ich dann angrenze. Aha, okay. Also so war es zumindest da drin. Das heißt im Endeffekt, muss er seine Bewegung an einen Gegner angrenzend beenden und kann sich auch während der Bewegung... Muss er seine Bewegung an einen Gegner angrenzend beenden und kann sich auch während der Bewegung an Gegner angrenzend bewegen. Na doch, kann er schon. Mhm. Also danach steht, ich muss. Hä? Einerseits steht hier, Aktion ausführt, muss er seine Bewegung an einen Gegner angrenzend beenden und kann sich auch während der Bewegung an Gegner angrenzend beenden. Ja, im Endeffekt ist damit gemeint, dass ich mich nicht mehr wegbewegen kann, glaube ich. Ja. Okay, würde ich auch so sehen. Du bist hierhin. Ja, genau. Das ist aber gefährlich. Du kannst das gleich einen Touchdown machen, wenn du den Wurf schaffst. Ne, warte mal, was war das für eine... Der Werner. Ach so. Oder Meerfelder. Der Werner. Okay. Also, ganz schönes Risiko, wenn ich werfen würde. Ja, da musst du 1 vom Wurf abziehen, aber der hat sowieso eine 3 plus beim Werfen. Also sie müsste, wenn sie jetzt wirft... Eine 3 plus. Ja, eine 3 genau. plus würfeln, dann würde sie ihm den Pass zuschieben. Also eine 4 plus müsste ich dann werfen. Und ich glaube sogar, würde ich nebenstehen, würde es einen Abzug bekommen. Ah, beziehungsweise, wenn du es nicht schaffst, dann landet der Ball, glaube ich, neben dem Spieler. Ja, ich glaube, das müssen wir dann auswürfeln. Ja, oder? Genau. Dann taumelt der Ball. Genau. Ja, er springt. Er springt sozusagen weg. Ja. Und wenn du eine 1 würfelst, und das Lustige ist, wenn du eine 1 würfelst, dann hast du den Patzer, dann verliert der geworfene Spieler den Ball. Ja, stell dir mal vor, passiert ja auch ab und zu. Man wirft und dann rollt der über den Finger drüber oder so und dann liegt er, dann taumelt der hier herum. Das ist einfach geil. Also vielleicht wäre es jetzt besser, den Ball zu halten, aber ich möchte jetzt das Risiko gehen. Ich wollte schon immer mal einen Touchdown machen in meiner Flag-Football-Karriere. Aber da steht nicht, dass du bei einer 6 ein Auto hast, oder? Doch. Mhm. Wenn das Zielfeld von einem freien Teamkameraden besetzt ist, der an den Werfenden angrenzt ist, übernimmt er automatisch den Ball. Lege anderfalls für den werfenden Spieler einen Werfentest ab, ziehe vom Wurfergebnis 1 für jeden folgenden ab. Wenn es ein langer Wurf ist, wenn es ein versperrter Wurf ist, das wissen wir, ziehe, der Spieler ist gedeckt. Okay, also du hast keinen Malus, außer den Reichweiten, weil du weil es so ein langer Wurf ist. Genau. Aber da steht irgendwie nicht, dass ein 6 ein Auto-Hit ist. Aber ist sowieso, also höher kannst du eh nicht, also von daher. Ja! Super!
Jetzt passiert Folgendes. Der Ball hüpft. Wir würfen es aus. Okay. Hier, oder? Nein, du hast einen Patzer gemacht. Oh, okay. Eine 2, jetzt schauen wir auf die Tabelle. Er hüpft auf ihn. Dann hüpft er, glaube ich, nochmal. Und jetzt hüpft er nochmal. Eine 7. Dahin hüpft er. Na, achso, ja. Also genau vor deine Füße. Also ich glaube schon, warte mal kurz, beim Patzer. Genau, er hüpft. Habt ihr das gesehen? Ihr Werfer wollte den Ball werfen. Und verliert im Wurf den Ball. Das ist so geil. Oh Gott. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte geglaubt, jetzt kommt ein Touchdown. Ja, dann hüpft er zu dem und der fängt ihn auch nicht. Ja, weil er nicht frei ist. Ja. Ein freier Spieler würde ihn fangen. Ja, er ist schon frei. Aber... Ach so, warte kurz. Was kann der hüpfende Ball? Wenn der Ball in ein Feld hüpft, das von einem freien Spieler besetzt ist, nimmt dieser Spieler... Ah, doch. Ah, okay. Nimmt er den Ball? Ja, nimmt er den Ball in Besitz. Oh. Wenn er gedeckt worden wäre, dann würde er erneut weiter hüpfen. Okay. Ja, immerhin war es kein Wurf. Aber ein schöner Patzer. Okay. Ja, voll hier die... Aber am Ende meines Zuges habe ich den Ball, den ich am Anfang meines Zuges noch nicht hatte, und ich bekomme die 2 Karten. Ja, ich denke schon, dass du zwei, dass du dir beide nehmen darfst. Aber, ja. Ja. Nein, ich darf nur eine Karte beanspruchen pro. Ich darf nur eine Karte beanspruchen. Mhm. Na, du kannst mehr. Du kannst sogar mehr beanspruchen. Aber ich glaube nur eine vom gleichen, oder? Na, mir kommt vor, ist nicht gestanden, man darf nur eine Karte beanspruchen. Na, wenn du das erfüllst, kannst du es nehmen. Solange die auf dem aufgeführt wurden, genau. Bedingung wurde nach... Genau, und wenn du es schaffst, dass du alle 3 beanspruchst, kriegst du sogar 2 Extrapunkte. Ja, aber in allen 3 Zügen. Oder? Kann man nicht nach jedem Zug immer nur eine Karte beanspruchen? Also nach jeder Aktion, meine ich. Nach jeder Aktion. In der ersten Runde des Spiels? Oder? Der zweiten kann der Trainer, der im Zug ist, während des Schritts Herausforderungskarten beanspruchen, jedes Mal eine aktive Herausforderungskarte beanspruchen. Ach so, das ist noch jeden Zug. Ah ja, stimmt, genau, noch jeder Aktion kannst du das machen. Ja, stimmt schon. Ja, aber... Du darfst eine beanspruchen. Das heißt, du brauchst 3 Züge für 3 Karten. Das heißt... Beanspruche diese Karte, wenn ein Spieler deines Teams den Ball in Besitz genommen hat und dein Team den Ball zu Beginn des Zuges nicht besessen hat. Das heißt, du kriegst nur eine, weil am Anfang des Zuges hast du ihn besessen. Jetzt hast du ihn... So, gute Frage. Kann Na, ich wieso? Noch mal das reden? Nein, es steht eh hier. Es ja. steht hier. Aber das ist jetzt, du hast den Ball ja nicht verloren, du hast ihn ja wieder in Besitz. Ja. Genau, aber das, da geht es ja an und für sich. Ja, es ist so. Schatz. Ah, ja. Ja. Genau. Du hast ihn zwar, du hast ihn deinen eigenen Teamkameraden hinhüpfen lassen. Also ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der hätte auf dem Boden liegen müssen und du musst ihn wiederholen. Okay. Mhm. Okay. Ja, dann habe ich die eine Karte. Den hättest du holen können, wäre der Pass gelungen. Ja, eben. Wollte ich ja. Ja, dann machen wir weiter. Ja, ich bin ja fertig. Ach so, okay. Dann ist die Karte weg. Karte ist weg. Warum hast du... Nein, meine Karte. Warum? Du darfst sie nicht beanspruchen. Warum?
Wenn ein Spieler den Ball in Besitz genommen hat und den Tinnenball zu Beginn deines Zuges nicht besessen hat. Du hast den ja am Beginn deines Zuges besessen, den Ball. Also ist die Karte weg. Und die neue kommt. So. Ja, ich hätte ihn halt bei der vorigen Aktion beanspruchen müssen. Ja, aber du hast ihn in diesem Zug ja schon in Besitz gehabt, vorher. Nein, ganz habe ich nicht in Besitz, ich habe ihn vorher genommen. Dann nimm die Karte, ich weiß es nicht mehr. Ja, es war so. Okay, dann, ja, okay, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber es ist so. Jetzt kriegst du sowieso einen Tackle, dann ist der Ball weg. So, das heißt im Endeffekt, ich mache eine Deckenaktion und er macht eine Gratis-Blocken-Aktion. So, Schatz, du wirst geblockt. Der hat nichts drauf. Das gibt's ja nicht. Ja, es ist blöd. Ich mach noch eine Aktion, geh hier rüber. Und die, was ist da gekommen, beanspruche die Karte, wenn mindestens 3 Spieler deines Teams während deines Zugrennenaktionen ausgeführt haben. Beanspruche die Karte, wenn ein Ball, ja, okay, das funktioniert nicht. Du kriegst noch einen Block. Den muss man ein bisschen rollen. Ich meine, ich bin ja nicht böse, ich liebe Erwürfeln, ne, aber... Was ich da für ein Luschenteam gerade habe, das ist nicht normal. Ja, dann ja, du bist noch dran. Nicht besser. Du bist dran. Sehr lustig. Das ist eine Chance von 1 zu 6. Das ist unglaublich bei, was weiß ich, 5, 6 Würfel, die ich schon gehabt habe. Dein Zug. Okay. Ich übergebe jetzt mal mit meinem ersten Zug. Mit diesem hier den Ball, den Werfer. Okay. Also er wirft. Ja, genau. Also wenn sie benachbart sind, dann ist die automatisch ein Erfolg des Werfen. Okay. Ja, leg's einfach drauf. Passt schon. So, und jetzt probiere ich es nochmal. Okay. Ja, Marc B., das ist so, du kannst nicht in ein Feld, das macht ja auch Sinn, ja, dass du stoppen musst, das ist spieltechnisch schon sehr gut gemacht. Juhu! Der Wurf gewinnt. Hey, die hat so Glück, das gibt's ja nicht, hey, wirklich. Unglaublich, hey. Beanspruche geht sich das überhaupt aus? Wenn ein Ball durch einen Spieler deines Teams 5 oder mehr Felder von deiner Endzone fortgeht. Ja, passt schon, und du hast einen Touchdown, das heißt, du kriegst 4 Punkte. So kann es gehen. Ist ja mit 30 Minuten angegeben, das Ding. 1, 2, 3, 4. Und der Spieler kommt in die Reserve. Beanspruche diese Karte, wenn mindestens 3 Spieler... Das geht's nicht. Beanspruche diese Karte, wenn ein Gegner umgeworfen oder verletzt wurde. Dann bist du fertig, oder hast du noch eine Aktion? Nein, ich habe noch. Ich habe jetzt nur 2-mal geworfen. Und dann probiere ich... hier noch eine Blockenaktion mit dem hier auf den Zwerg. Mit deinem Würfel werfe ich nicht. Der ist nicht so gut. Ich würfel lieber mit meinem. Ah. Das ist umgeworfen. Welchen Ding, oder? Ja. So, jetzt muss ich auf Verletzung würfeln. Umgeworfen. Okay. Musst du auf Verletzung würfeln? Ja, beim Umwerfen musst du auf Verletzung würfeln. Ja, Rüstungstest. Das heißt, der hat Rüstung 4+, aber wenigstens das gelingt. Würfel bitte mit. Wo ist der? Deine Würfel. Ja. Das ist eine 1. Nein, das ist eine 6.
Das heißt, er bleibt im Spiel. Okay, aber ich beanspruche jetzt diese Karte. Oh, und ich muss mir die Rückseiten auch mal anschauen. Boah, es ist heftig gerade. Ich kriege voll eine Abreibung. Beanspruch die Karte, wenn ein Gegner zu Beginn des Zuges den Ball besaß und kein Gegner den Ball besitzt. Okay. Oder hier beanspruche die Karte, wenn ein Spieler deines Teams eine erfolgreiche Werfenaktion ausgeführt hat, die keine Übergabe war. Und hier mindestens drei Spieler deines Teams während deines Zugs Rennenaktion ausgeführt haben. So, jetzt kommt ein neuer Ball ins Spiel. Und wir würfeln aus, wo der Ball hin hüpft. Eine 7. Dann kommt er hier hin. Jetzt ist der sogar umgeworfen und hätte die nicht mal gedeckt, die 2. Dann hätte sie den Ball schon wieder bekommen, automatisch. Ja, stimmt. Mhm. So, dann bin ich dran. Jetzt wird's interessant. Also, jetzt pass mal auf. 1. Ah, der Läufer. Ah, das wäre ein riskanter Wurf, ey. Oh, das wäre ein riskanter Wurf. Und wenn das Werfen fehlschlägt, dann... Ja, wenn das Werfen fehlschlägt, dann hüpft der Ball, ne? Das ist natürlich dann blöd. Mal kurz gucken. Ja, hüpft er vom Feld des Zielspielers aus. Okay, das wäre nicht so schlimm. Also 1, 2, 3, 4. Dann hier mache ich... Eine Deckenaktion? Und wenn der Zielspieler... Na, sicher? Mit einer Decken... Wie eine Deckenaktion? Mit einer Deckenaktion kann man den Ball nicht aufheben. Glaubst du? Ja. Decken... Man kann nur mit einer Rennenaktion... Echt? Mit einer Deckenaktion springt der Ball. Ja, okay, weg. Das passt eh. Dann mache ich eine Rennenaktion. Muss eh da stehen bleiben. Das ist das Gleiche, also... Und dann mache ich ein Werfen, und zwar auf ihn. Ich versuche mein Glück. Das heißt, es ist jetzt ein Hindernis dazwischen. Ich brauche... normalerweise braucht der Läufer eine 4+, aber plus, also ein Abwurf, ein Abzug. Das heißt, ich muss eine 5 würfeln. Mindestens. Ah, das ist der falsche Würfel. Verdammt, das habe ich schon gefreut. Ja, eine 6, das gelingt. Ich hätte auch das Hüpfen riskiert. Wäre mir echt egal gewesen. So, ein Pass, ein unmöglicher Pass ist gelungen. Und wenn der Spieler des Teams erfolgreiche Werfenaktion ausgeführt hat, die keine... Oh, cool, kriege ich einen Siegpunkt. Und du bist dran. Und? Hast du, waren das schon 3? Ja. Waren das nicht nur 2? 1, 2, 3. Bewegung, Bewegung, Werfen. Okay, wolltest du absichtlich ein Hindernis dazwischen? Ja, sicher. Ich hätte sogar das riskiert, wenn ich nicht getroffen hätte, dann wäre er gehüpft und wäre halt ihr irgendwo gelandet. Aber okay. Jetzt habe ich dann eine Fähigkeit bekommen, cool. Okay, mit meiner ersten Aktion... Wow, ich habe eine geile Karte. Mache ich Reserven und hol meinen Fänger wieder rein. Ja, dann müsst ihr leider bei Thalia bestellen. Ich habe da eine Mail, ich habe da eine Postbox, haben wir da in Freilassing. Und da kann man sich, habe ich es mir hinschicken lassen. Ich weiß, dass es schwierig ist, in Österreich zu bekommen, eben auf den Grund, dass es nur lizenziert wird für ein paar andere Länder von GW. Kann man nichts machen.
man müsste schauen, dass er da irgendwie rankommt. Aber der Preis für das Spiel, ich sage es nochmal, der Preis für das Spiel, was in der Box vorhanden ist, ja, ihr habt sogar ein schönes, ihr habt mein Unboxing ja schon gesehen, und der Umfang ist Wahnsinn. Ja, theoretisch könnt ihr sogar mit anderen Fraktionen spielen, auch wenn ihr die Miniaturen dazu nicht habt. Ich meine, von Warhammer Underworlds habe ich ein paar, das dürfte vielleicht funktionieren. Ja, sogar bemalt. Aber der ist geil. Also der Preis für das Ding. Und Gutscheine gibt es meistens auch immer bei Thalia. Schon sehr cool. Oder bei Müller gibt es das auch, glaube ich. Aber eben nicht in Österreich. Also erste Aktion hier hineingekommen. Aber voll thematisch das Ding. Zweite Aktion macht einen Schritt hier hinauf. Mhm. Wenn die Falltür aufgeht und ein neuer Ball kommt, dann muss er in die Reserve. Ja, ich sag's dir ja. Nur. Das heißt, ich habe alle Bälle gerade im Spiel. Ja. Wenn ich am Ende des Zuges noch den Ball kontrolliere, kommt ein neuer Ball ins Spiel. Ja, nur wenn du keine Karte hier in Anspruch genommen hast. Ja, genau. Und dann ist dein Spieler weg. Ja, das ist jetzt meine zweite Aktion gewesen. Und hier beanspruche die Karte, wenn ein Spieler deines Teams auf einer Falltür steht und ein Gegner den Ball besitzt. Ach so, kriegst du einen Siegpunkt. Und mit meiner dritten Aktion Die Zuschauer kannst, brauchen wie Action. Wie viele Schritte kann der gehen? Okay. Er kommt auf der Seitenlinie. Gehe ich mit dem hier ein. Mit meiner dritten Aktion mache ich einmal ausweichen. Das ist doch ausweichen, oder? Ausweichen, ja. Von der Deckung weggehen. Sicher. Gehe ich wieder hier nach hinten. Mhm. Genau. Dann waren das meine drei Aktionen. Es ist blöd, dass ich da nicht vorbeikomme. Das ist blöd. Du hast die ganze Mitte blockiert. Boah, es ist voll schwierig, echt. Aber vielleicht hat er ja Glück und kommt durch. Boah, ey. Oder so einfach. Jetzt wird aber nach. So einfach mache ich es dir, glaube ich, nicht. Warte mal. Da haben wir noch den Blitzer. Jedes Mal, wenn dieser Spieler eine Blockenaktion ausführt, kann sein Trainer sich dazu entscheiden, den Würfel neu zu werfen. Bewegung 5. Du willst ja unbedingt in der Mitte brawlen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein ganz anderes Spiel, als wir vorher angefangen haben. Ja, komplett anders. So, dann mache ich Deckenaktion. Und 1, 2, 3, 4. Hoppala. Der Ball. Ups. Dann beanspruche ich diese Karte, wenn ein Gegner umgeworfen oder verletzt wurde. Nein, beanspruche die Karte, wenn ein Gegner zu Beginn des Zuges den Ball besaß. Achso, warte mal, die müsste entfernt werden, glaube ich, oder? Nein, habe ich. Ich habe ja eine Karte genommen. Achso, dann wird die nicht rausgeschoben, sondern nur, wenn alle da sind. Okay. Ah, dann müsste ich Rennen machen, dann könnte ich mir die holen. Warte mal. Ich mach's vielleicht doch anders. Der macht kein Decken.
Der macht kein Decken, sondern ich komme 1, warte mal, das ist der Feldspieler. 1, 2, 3, 4. Und dann bist du dran. Jetzt kommt die Karte weg. Ah, na, Blödsinn. Die kriege ich, weil ich bin dreimal gerannt. 1, 2, 3. Das Decken habe ich zurückgemacht. Ach so. Also 1, 2, 3. Ein Punkt. Sonst haust du mir ja ab. Das geht nicht. Und dann bist du dran. Okay. Soll ich dafür eine tolle Karte? Das ist ja cool. Die Herausforderungen bringen dir Punkte. Es sind total easy Regeln. Und andererseits auch tolle Karten auf die Hand. Und da habe ich jetzt richtig geile Karten auf der Hand. Dann gehen wir mal hier. Boah, da sind so coole Karten drin. 1, 2, 3. Und er macht eine Blockenaktion. Oh. Nein, das gelingt natürlich wieder. Aber du machst ein Tackle, das heißt, du musst auch auf Rüstung werfen. Glaube ich. Na, ist nicht mein Zug irgendwie vorbei? Na, das Ziel wird umgeworfen. Der blockende Spieler darf in diesem Zug keine weitere Aktion ausführen. Ja. Ah ja. Okay, du wirfst mich auf jeden Fall um. So, warte, ich würfle auf Verletzung. Das wird er wohl schaffen, Feldspieler. Ah, eine Verletzung. Feldspieler würfelt auf Rüstung 2 plus. Mhm. Boah, ist dann stark. Okay. Okay. Und aber der Ball ich beanspruche diese Karte. Ah, nein. Der Ball hüpft. Der Ball hüpft. 8. Okay, und ich beanspruche diese Karte. Beanspruche diese Karte, wenn ein Gegner zu Beginn deines Zugs den Ball besaß und kein Gegner den Ball besitzt. Hey, wäre jetzt nicht ein zweiter Ball ins Spiel gekommen eigentlich? Nein, vorher? Weil du hast deine Karte beansprucht. Ah ja, fuck. Das sind so Sachen, da muss ich mir ein Übersichtssheet schreiben. Das sind drei kleine Regeln oder so, die man da gerne vergisst. Aber man muss noch ein paar Mal spielen jetzt das Wochenende, dass also man das nicht vergisst. Also es würde ein zweiter Ball ins Spiel kommen, wenn ich oder ein Team alle Bälle besitzt, nochmal, am Anfang des Zugs und am Ende des Zugs und keine dieser Karten genommen wurde, droppt ein neuer Ball hier rein. Dann sind zwei Bälle im Spiel. So geil. Aber ich habe eine Karte genommen. Gut, dass ich meine Frau auch dabei habe, die mich daran erinnert. Aber da fehlt eben so eine kleine Notiz. Das werde ich mir morgen machen, wenn wir nochmal spielen. Dann vergesse ich das auch nicht. Okay, neue Karte. Beanspruche sie, wenn mindestens drei Gegner von mindestens zwei unterschiedlichen Spielern deines Teams gedeckt werden. Die Spieler dürfen die gleiche Position im Team haben. Beide dürfen beispielsweise Felder sein. Oh, jetzt wird das Spiel echt krank. Feldspieler sein. Ja, beide dürfen beispielsweise Feldspieler sein. Also unterschiedliche Miniaturen. Ah, das sind die gleichen, ja. Das schaffe ich. Ja. Warte mal. Das mindestens zu leicht drei schaffen. Gegner von mindestens zwei. Na, die erste schaffe ich nicht. Leider. Ich mache die erste Aktion, er steht auf. Muss der da nicht rollen? Na, der Spieler steht in dem Feld auf, das er besitzt. Das wäre übel. Ja, ich finde auch. Aber Aktion ist schon heftig genug. Er steht auf. Und jetzt darf ich eine Karte nehmen. Und die bringt mir 2 Punkte. Mhm. Cool. Was kann die? Boah. Also gibt's voll die coolen Karten, gell? Mhm. Die sind echt Hammer. Ja, und jetzt löse ich mich und hol mir den Ball. Geht ja mit Lösen normalerweise? Nein. Was? Nein. Dann springt er weg.
Das hast du dir gemerkt? Ja. Außer, weil ich habe einen Spezialspieler, also bei mir... Ausweichen, bewege den Spieler angrenzend des Feldes, indem er nicht mehr von Gegnern gedeckt ist. Aber vielleicht steht es dann hier genauer drin, wenn wir nochmal gucken. Lösen. Lösen, also ausweichen meinst du, oder? Ausweichen, ja. Aber wenn der Spieler diese Aktion ausführt, muss er seine Bewegung beenden, dass er frei ist. Wenn sich der Spieler auf den Ball bewegt, hüpft dieser. Nein! Dann mache ich es nicht. Also du hast auch so einen Spezialspieler, der... Mhm. Also mein Werfer, der könnte ihn dann sogar aufheben. Als seine Spezialfähigkeit. Na, weißt du was? Achso, jetzt kann ich keine Deckenaktion machen. Oder sicher kann ich eine Deckenaktion machen. Dass ich mich da bewegen kann. Mhm. Oder? Decken dürfte ja funktionieren. Er muss die Bewegung an einen Gegner angrenzend beenden. Ja, genau. Mache ich die Deckenaktion. Das ist meine letzte Aktion. Und wenn er die Deckenaktion macht, darf er gratis eine Blockenaktion durchführen. So, und jetzt kriegst du die Abreibung. Nein, er schubst. Er schubst. Oh. Geradeaus vom blockenden Spieler weggeschubst, der sich entscheiden darf, sich in das Feld zu bewegen, das ein Gegner verlassen hat. Ja, aber... Wenn das Ziel in ein besetztes oder blockiertes Feld herunterbewegen würde... wird das Ziel stattdessen umgeworfen. Geil. Jetzt kannst du mal würfeln auf deine Rüstung. So, jetzt habe ich sie gegen ihre Teamkameraden geschubst. Das ist auch mal lustig. Ja, er schubst eigentlich. Der hat noch nie getackelt. Das wäre mein Brawler und der hat noch nie getackelt. Ich oder so. Jetzt hier ein 2. Das schaut nicht gut aus. Ja, schön. Also dann wenn er verletzt ist, dann ist er weg. Cool, hey, warte mal. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Du hast dich ja wegbewegt. Ja, ist schon klar. Oh, da habe ich schon keine Aktionen gehabt. Na, aufstehen. Was habe ich gemacht? Aufstehen. Aufstehen. Ja, genau, passt schon. Beanspruche die Karte, wenn ein Gegner umgeworfen oder verletzt wurde. Ja, super. Und man darf nicht mehr als 3 Karten auf der Hand haben. Jetzt muss ich eine abwerfen. Oh! Ja, dann musst du 2 abwerfen, ich du alter Kollektor. Oh Gott. Jetzt muss ich es mal durchlesen, alle gescheit. Ja, die sind super. Jetzt musst du warten. Bei Anna steht so viel oben. Ich bin... Ach, das ist ja geil. Fliegender Tackle. Also DJ weg... Ich werfe auch eine ab. Das da ist der Abwurfstapel eigentlich. Dann bist du dran. So. Jetzt ist mal da ein bisschen Luft in der Mitte. Genau, jetzt haben wir da einige neue Karten. Ja. Beanspruche sie, wenn ein Gegner umgeworfen oder verletzt wird, oder beanspruche diese Karte, wenn sich mindestens 2 Spieler deines Teams innerhalb von 2 Feldern um deine Endzone aber nicht darin befinden. Aber das ist easy. Aha. Und was ist das? Beanspruche diese Karte, wenn mindestens 3 Gegner von das ist okay. Ich glaube, ich habe mir den Siegpunkt gerade nicht gegeben. Glaube ich zumindest. Na, ich glaube auch nicht. Na, dann hast du den dann bist gegeben. Du dran. Okay. Ich kann nur sagen, es ist seit langem eines der thematischsten Spiele, die ich gespielt habe, wirklich. Und sogar meiner Frau gefällt es extrem gut. Ja, super. Okay, also ich... Und lass die Finger von der großen Version, außer es sind wirklich Hardcore-Spiele. Ich habe die große Version besessen und die Regeln waren ein Albtraum. Ja, also... Die kleine Version macht mindestens genauso viel Spaß, braucht nicht viel Einarbeitungszeit, könnt das aus dem Regal holen, wieder loslegen, da bin ich mir sicher, einfache Regeln. Aber das große Spiel, Leute,
Ja, da muss man am Ball bleiben, weil das ist regeltechnisch echt extrem. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es vorher jetzt immer berücksichtigt haben, weil bei der Rennenaktion darf man ja nicht in benachbarte Felder. Schon haben wir. Haben wir berücksichtigt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es da berücksichtigt haben. Ja, dann haben wir es halt mal vergessen. Ist ja nicht ich glaube, ich habe es da vorher vergessen. Ja, ist nicht schlimm. Kann ja passieren. Okay. Dann machen wir da mal eine Blockenaktion. Warte mal. Okay, wo, da vorne. Yeah. Der hatte nicht mal den Ball, lass den in Ruhe. Scheiße, das ist Tackle. Ja, du kannst keine Optionen mehr machen, aber ich muss würfeln, das ist ein Feldspieler. Das heißt, der hat zwei Rüstung. Der ist schon stark, ha? Okay. Aber er darf nichts mehr machen. Mhm. Aber so schnell hast du da gleich einen Touchdown gemacht. Das war ja übel mit dem Wurf. Das war echt geil. Okay. Und dann nehme ich mir diese Karte. Mhm. Ich schau mal, ob du am Ende des Zugs das haben musst. Ende seines Zuges musst du das abwerfen. Also besser du spielst welche. Ja, ich kann. Ah. Das hätte ich besser nicht sagen sollen. Okay. Die Karten sind wie alle gut. Das. Ja. Spiele diese Karte, nachdem du deine dritte Aktion ausgeführt hast, nach dem Schritt Herausforderungskarte beanspruchen. Führe eine vierte Aktion aus. Boah. Die Aktion ist nicht frei und wird als Teil deines Zugs behandelt. Sie ist nicht frei. Okay, das heißt, du kannst nichts doppelt machen. Ja. Könnte theoretisch dann auch nochmal Herausforderungskarte. Nein, weil es nach dem Schritt gemacht wird, glaube ich. Ja. Steht ja nach dem Schritt Herausforderung. Du kriegst einfach nur eine Aktion geschenkt. Okay. Und mit dieser Aktion gehe ich zwei Schritte und hol mir den Ball. Mhm. Aber du darfst mit ihm nichts mehr machen. Der hat getackelt. Ja, ich darf keine Aktion mehr machen, oder? Ja, eh. Aber mit der... Das Ziel wird umgeworfen, der blockende Spieler darf in diesem Zug keine weitere Aktion ausführen. Ah, der blockende Spieler, ja, dann darf ich ja schon Aktionen machen, aber nicht mehr mit dem Spieler. Ja, sicher darfst du eine Aktion machen, aber ja, halt nicht mehr, weil okay, das war... Okay, ja, das habe ich falsch verstanden. Das Tackle ist so eine harte Aktion. Ja, dann muss ich das jetzt nicht ausspülen. Nein. Weil das war ja jetzt gar nicht... Okay. Ich habe mir gedacht... Die Aktion war so hart, dass er sich selber dabei ein bisschen verletzt. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt alle meine Aktionen... Nein, machen. Das wäre aber schon heftig. Hey. Okay. Und du hast jetzt noch zwei Aktionen. Ja. Dann... Dass der Ball so lange frei rumliegt, das ist Wahnsinn. Ja. Wir brawlen uns da in der Mitte, also der Ball ist... Warte mal, das ist... Aber es funktioniert so gut, wie ich selten in so einem, ja, wie soll man sagen, nicht Hexfeldspiel, ja, aber ihr wisst schon, was ich meine, so ein Tabletop, das also funktioniert so thematisch Aktion gut, ja, nur mit diesen Squares hier. Hole ich mir hier den Ball. Mhm. Und machst einen Wurf in die Mitte und dann erwische ich dich. Dann kriegst dreimal Tackle. Geh ich. Das Geile ist dann, wenn zwei Bälle im Spiel sind, ist auch der lustig. Der Fänger kann 7 Bewegungen machen. Aber wo gehe ich hier hin? 1, 2, 3, 4. Der hat ja schon einen Touchdown gehabt, der Typ.
Wir hatten es ja, lustig muss ja sein, auch wenn hier der Ball in der Endzone liegt und du hebst ihn auf Touchdown. Das ist geil. Okay. Okay. Das waren deine drei Aktionen. Ja. Die hättest du ja fast noch holen können, aber jetzt ist es zu spät. Na. Sicher, der ist innerhalb. Ah nein, ist er nicht, okay. So, jetzt ist der Ball da drüben, das habe ich selber verschuldet, okay? Das ist natürlich 1, 2, 3. Na. 1, 2, 3, 4. Wirst du dann sicher darüber? Na, auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Nein, du darfst ja nicht. Scheiße. 4, genau. So. Na. Wo war der? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß leider nicht. Ich glaube, da war. Ja, das kann sein. Ja, ich mach's anders. Spiele diese Karte, bevor du mit einem Spieler deines Teams eine Rennenaktion ausführst. Für die Dauer dieser Aktion erhöht sich der Wert um 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Deckenaktion. Und ein Block. Also warte mal. Beanspruche die Karte in den Gegner zu Beginn des Zugs. Den Ball besaß und kein Gegner den Ball besitzt. Okay. Das wäre cool. Wenn sich mindestens zwei Spieler... Nein. Beanspruche diese Karte, wenn mindestens drei Gegner von mindestens zwei unterschiedlichen Spielern gedeckt werden. Nein, ist auch nicht. Okay, also ein Tackle wäre jetzt cool. Ah, das ist der falsche Würfel. Schubsen! Ha! Ha! Du bist umgeschubst. Warum? Ja, weil da hinten einer liegt. Der ist ja wurscht. Nein. Der ist nicht wurscht, hey. Wurst ist ein Ausdruck für egal bei uns. Naja, warte, ich schau mal nochmal bei Schubsen. Da. Schubsen. Wenn dieses Ziel in ein besetztes oder blockiertes Feld ist, ein besetztes Feld, der liegt einfach da. Ja, aber ist, wird das Ziel liegt, stattdessen umgeworfen? Ist, wenn der liegt da. Ja, der besetztes Feld, der liegt da. Da kannst du nicht rein. Der ist einfach. Der liegt da. Umgeworfen, Ball hüpft. 7. Das wäre dann hier. Dann kriege ich den Ball. Abgenommen. Tackle. Ja, wäre es nicht, aber nachdem wir im Uhrzeigersinn. Tackled und abgenommen. So schaut's aus. Ja, aber leider bekommst du so die Karte nicht. Fuck, ja, nein! Ja, doch, sicher. Nein. Und wenn ein Gegner zu Beginn deines Zuges den Ball besaß und kein Gegner den Ball besitzt. Ah, und kein Gegner, okay. Das heißt, ich krieg dann 2 Punkte. Warte, jetzt muss ich eine Karte wegwerfen. Ah, muss ich nicht, du bist dran. Ah ja, ich muss eine Karte wegwerfen. Ich hätte eine wegwerfen. Ja, dann wirf eine weg. Das war jetzt der klassische Angriff. Tackle, Ball weggenommen. Jetzt geht's weiter, oder? Da liegen 2 am Boden, schau das. An der Flanke liegen 2 am Boden. Hey. Aber ich habe leider meine tolle Bewegungskarte ausgeführt. Stell dir vor, 2 Bewegungen mehr, der rennt überraschend in die Touchdown-Zone. Aber hätte ich nicht verletzt oder was würfeln müssen? Achso, ja, musst du noch, ja. Habe ich vergessen. Du wirst ja umgeworfen. Wer ist denn das? Das ist der Werfer, der Rüstung 4 Plus. Er hat keinen Pickel drauf da. Ja, den kennst du eh. Okay, dann wieder verletzt. Ah. Da, wie
kommt weg von vorne. Dann ist dein Zug. Der hat den Ball. Mann. Und den muss jetzt also rumgehen, oder? Ja, aber dafür ist er ein bisschen entdeckt, weil der. Ja. Okay, was ist da? Guck mal, beanspruche diese Karte, wenn ein Gegner verletzt wurde. Okay. Also Zeit vergeht schnell, ja. Das Spiel ist mit 30 Minuten angegeben. Wir spielen aber noch mit 6 Karten mehr. Und da ist jetzt schon ein bisschen mehr als die Hälfte weg. Ja. Also es ist cool, dass es so schnell geht. Das stimmt. Also mit meiner ersten Aktion führe ich eine Deckenaktion durch. Ich höre dann nochmal, wie das genau funktioniert mit denen. Eine Deckenaktion. Und zwar Ringe mit dem hier 1, 2. Dann führe ich eine Blockenaktion auf. Mhm. Mit dem hier. Die geht jetzt schief. Nein. Umgeworfen. Nicht so geil. Segle würfeln für den Ball. Warte, jetzt würfel ich mal auf Verletzung. Eine 1. Scheiße, na. Und ich würfel. Der Ball springt. Auf 1. Doran, dann haben wir gelesen im Uhrzeigersinn, oder? Ja. Dann, wo ist der Ball? Liegt der Ball hier. Und mit meiner dritten Aktion brauchen wir meine Spieler wieder herin. Schau, ich bin fair. Weil es ein Livestream ist. Aber es ist ja unfair. Also, du kannst die Karte beanspruchen, wenn ein Gegner verletzt wurde. Okay. Dann kriegst du die Karte auf die Hand. 2 Punkte. Dann bist du auf 0 wieder und hast den Marker auf 10. Und mit meiner dritten Aktion du warst auf 9, glaube ich, gell? Du warst auf 9, dann hast du 2 Schritte bekommen, kriegst auf 10, dann wärst du eigentlich auf 11, oder? Ich glaube, ich war auf 8. Ich glaube, es passt schon. Weiß nicht mehr. Nein, aber das passt. Ja, aber wenn du auf 9 gewesen wärst. Nein, aber ich glaube, ich war auf 8. Ja, aber würdest du auf 9 sein, wie wäre das dann? Ja, cool, oder? Ja, auf 9, dann. Dann 10? Nein, das ist nicht 10, das ist 10. So 10, 11, ja, okay. Ja. Ja, stimmt. Denkfehler. Bin auch sehr müde heute, weil ein bisschen schwierig für mich, alles da im Überblick zu halten, weil meine Tochter hat mich ein paar Mal geweckt in dieser Nacht. Ist auf mir gelegen, ja. Bin ich den ganzen Tag schon ein bisschen müde im Korgi. Ja, Nils, das Spiel ist Hammer. Ich würde es viel lieber spielen als die große Version, weil das kannst rausholen, bist schnell wieder im System drin, 100 Pro, einfache Regeln und trotzdem hammermäßiger Spielspaß, ja. Also kann ich echt jedem empfehlen und ich werde dem definitiv auch eine Goldauszeichnung geben. Fix. Weil so viel Spaß bei so einem thematischen Spaß hatte ich da auch schon lange nicht mehr bei so einem Miniaturspiel. Also das ist jetzt meine zweite Aktion, oder? Da kommt der herein. Mhm. Und mit meiner dritten Aktion geht der. Schaffe ich morgen das allwöchentliche Recap wieder. Wird auch wieder anstrengend.
Mit meiner dritten Aktion würde ich gerne den reinholen, aber wohin geht der dann? Ja, das ist eine gute Irgendwo Frage. Irgendwo da, oder wie? Das ist eine gute Frage. Wie heißt die nochmal? Reserve, gell? Ja. Reserve. In der Endzone seines Teams auf. Kannst du beliebig in der Endzone stellen. Okay. Dann stelle ich den... hier auf. Also mit einem Ball ist das voll heftig, da einen Touchdown zu machen. Ich finde das so thematisch geil, da läuft voll der Krieg um den Ball. Wenn es noch schneller spielt und die Karten kennt. Ja, und dann spiele ich die sozusagen, spiele ich jetzt diese Karte hier. Nachdem du eine dritte Aktion ausgeführt hast, kann ich jetzt eine vierte Aktion ausführen. Mhm. Und dann bin ich mit ihm schon gelaufen? Nein, ich bin mit ihm noch nicht gelaufen. Ja, voll schnell mal gespielt und trotzdem hast du das Gefühl, dass man hier ein episches Spielerlebnis hat, finde ich. Also echt toll. Kann er laufen oder Fänger? Also in der vorigen Partie, beziehungsweise halbe Partie, da war es auch extrem geil. Ja, gleich voll der Anfang. Ja, Ball geholt, Pass auf die rechten Seiten, durchgelaufen, bis an die Endlinie hier fast. Und da haben dann die Blocker auf mich gewartet. Das war einfach nur Hammer. Um einen Schritt habe ich es nicht zum Touchdown geschafft. Das war einfach nur sowas von spannend, Leute. Das ist fast wie im Film. Was will der hier jetzt absichern? Oh Gott. Du verführst mich wieder, was zu machen, was ich nicht machen will. Also, die ist jetzt weg. Der in der Mitte geht mir voll am Sack. So, dann bist du dran. Es war Risiko. Ha, ich könnte den aufstellen, decken, Ball hüpft vielleicht hier hin. Warte mal. Irgendwas ist doch da gewesen bei einer Aktion, wo Spieler nebeneinander stehen, oder? Dass sie irgendwas verstärkt. Was ist denn das gewesen? Nein, nicht verstärkt, das ist das mit dem Passen gewesen. Nein. Schau. Gib mir bitte nochmal das Regelbuch. Okay, du schaust ja, weil überlege ich mal. Ja. Ist nur blöd, dass man die anderen Teams recht teuer kaufen muss und dann die Hälfte von den Figuren nicht gebraucht werden, dass sie Sets für Blood Bowl sind. Ja, ich weiß, aber ich bin in der Lage, ich habe das Warhammer Underworld und da sind auch ein paar Miniaturen dabei, die ich glaube ich verwenden kann. Und die sind schon alle bemalt. Fast alle. Das ist natürlich auch cool. Aber ich werde mir definitiv noch was zulegen. Einen Block unterstützen, wenn das Ziel eine Blockaktion außerdem durch einen oder mehrere Teamkameraden des blockenden Spielers gedeckt wird, gilt der Block als unterstützt. Das bedeutet, dass der Trainer des blockenden Spielers statt nur einem zwei Blockwürfel wirft Ach und so. Sich dann aussuchen kann. Ah, okay. Ah, das müssen wir jetzt. Aber das sind so Sachen. Zukunft berücksichtigen. Zeig mal, ob das hinten draufsteht. Das sind so Sachen, das ist eine Kleinigkeit. Blocken, haben wir einen Block. Das sind so Sachen, die müsste man auf einen kleinen Sheet zusammenschreiben. Ja. Das mache ich definitiv, da reicht so ein kleiner Zettel nur, da schreibst du dir die Sachen auf und hast das vor dir liegen und gleich nachgeschlagen, anstatt man hier blättert. Also genau. Wäre noch cool gewesen. Vielleicht gibt es ja da was auf Boardgame Geek, aber sowas hole ich mir definitiv. Ist ja eigentlich kein komplexes Spiel, aber solche Regeln. Ja, das ist halt was man irgendwie da musst beim 10 ersten Mal spielen. Beim ersten Mal durchlesen, schnell mal beim Spielen dann übersieht. Das habe ich schon wieder vergessen, weil ich so müde bin. Also das echt gerade vergessen. Also warte mal, wird eins vom Blocken abgezogen? Na, Blödsinn. Nein, man darf zwei Würfel würfeln. Ah, du das aufsuchen bei den Würfeln, genau. Ja. Das Kurzzeitgedächtnis ist gerade mau.
Also, ja, es ist gerade echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich mach was. Und zwar, spiele diese Karte, bevor du einen Wurf. Na, jetzt habe ich verraten. Spiele diese Karte, bevor einer deiner Spieler eine Deckenaktion ausführt. Der Spieler kann sich in dieser Deckenaktion bis zu vier Felder statt um nur zwei weit bewegen. Danach muss er gedeckt sein, nicht frei. Ah, warte mal. Nein, 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 nein. Anders. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und decken. Eins, zwei. Und der darf gratis blocken. Der steht, der wartet auf den Ball, ich weiß es. Schubsen. Oh. Ja, dann bin ich Wirst umgeworfen. umgeworfen. Ich werde gegen die Bande geschubst. Du musst würfeln. Soll ja auch schnell gehen, das Ganze so. Warum? Ah. Ja, schon mag. Jawohl, der ist weg. So, was haben wir da? Wenn dein Team einen Touchdown erzielt hat, wenn sich mindestens zwei Spieler deines Teams innerhalb von zwei Feldern und deine Endzone. Nein. Aber nicht darin, okay. Was? Beanspruche die Karte, wenn mindestens drei Gegner von mir. Ach so, die ist es. Hast du vorher nichts beansprucht? Ich hab den Ball nicht gehabt. Ach so, aber Anna hat Ja, weggekommen. genau, ich glaube, die ist weg. Sonst geht bei der Zeit nichts weiter. Beanspruche die Karte, wenn sich mindestens zwei Spieler deines Teams innerhalb der Endzone nochmal die. Okay, aha. Das zahlt sich noch mehr aus. Die ist anders. Ah, deines Teams innerhalb der Endzone des anderen Trainers oder innerhalb von zwei Feldern um sie befinden. Ah, okay. Interessant. So, jetzt kann man den Ball mit ihm nicht holen, weil er sich bewegt hat. Ich komme mir vor, als würde ich Warhammer Underworld spielen. Das ist ähnlich. Ja, aber da bettelst sich auch und dort Ja, aber jeder. irgendwie ist das so geil, oder? Dass man jetzt vor dem Boy steht und man kann sie jetzt nicht, Man kann es nicht holen, ne? man Weil der kann sie ist nicht erschöpft holen. von seinem Schubsding und der ist ja gelaufen und hat dann quasi defended und angegriffen. Der ist zu Ja. fertig für den Ball, der. Gerade, dass er sich nicht selbst verletzt hat. Jetzt muss ich irgendwie den Ball abdecken, aber das ist schwierig. Ich muss es schaffen, dass du den nicht holst. Also. Eins, zwei. Na, ich kann mich nicht ranstellen und dich decken, das ist so blöd. Also das ist schon geil gemacht, weil ich habe mir gedacht, ich laufe raus, dann kannst Ja. du nicht weg, aber das geht ja nicht, ich kann ja nicht. Ah. Das ist. Okay. Da muss ich halt kurz mal lesen. Ah, ich habe schon zwei Aktionen gemacht. Dickt habe und bewegt habe ich mich. Ja, dann macht die zweite Aktion, er steht auf. Ah, dritte Aktion, er steht auf. Dann bist du dran. Beanspruche die Karte, wenn dein Team einen Touchdown erzielt hat. Dein Okay. Zug. Schräg, ja, letztes Mal hatten wir gleich in Runde 2 oder 3 einen zweiten Ball im Spiel. Jetzt geht echt eins und wie lange liegt der schon da und keiner holt sich den Ball? Das ist so geil. Aber das haben sie gut gelöst, dass man da irgendwie Siegpunkte auch bekommt. Also, es ist super. Was also, dass du nicht nur durch das Siegpunkte kriegst, sondern das, weil das Publikum, das sind Publikumpunkte, muss man sich vorstellen. Die lieben das, wenn man das ja macht. Ja. Also aktuell wollen sie gerne einen Touchdown sehen. Ja. Oder in der Endzone stehen vom anderen. Das wäre die Unterhaltung. Ja, ich werde dem Publikum was bieten. Und zwar
Eins, zwei, drei, vier. Ja, Mark B, das ist auch die Regel so. Sechs? Gibt dann auch witzige Trash-Talk am Tisch? Ja, total. Also, das kannst du mit jedem spielen. Und meine zweite Aktion? Ich glaube, in meiner Spielrunde gibt es keinen, dem das nicht gefallen wird. So, und jetzt nehme ich diese Karte in Anspruch. Beanspruche diese Karte, wenn sich mindestens zwei deiner Spieler deines Teams innerhalb der Endzone des anderen Trainers oder innerhalb von zwei Feldern um sie befinden. Mhm. Du musst die einfach mehr benutzen. Stimmt, das ist wirklich... Ja, sicher, die sind mega stark und ja. Am Ende deines Zuges musst du eine wegwerfen. Und mit meiner dritten Aktion... Mit meiner dritten Aktion müssen wir da ein bisschen. Gehen wir mal da um. Bleib drüben da. Eins, zwei, drei. Ja. Na! Okay. Fuck. Jetzt hast mit dem Zug hast du einen Touchdown verhindert. Ja, muss man auch erst mal schaffen. Ach, Schande. Okay. Und dann... Warte mal, ich bin... Durch. Könnte sich vielleicht durchaus gehen. Okay, Anna muss jetzt weg. Kurz ein bisschen warten, meine Frau liest sich die Karten zu. Durch, das dauert dann meistens ein bisschen. Dann bist du fertig, oder? Ja. So, jetzt muss ich aufpassen. Also. Der bewegt sich. 1, 2, 3, 4, 5. Glaube ich, ist der Trollslayer. Ja, Bewegung 5, haben wir Glück. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt kommt Bewegung. Nimmt den Ball und macht einen Pass. Ja, geht sich locker aus, ist aber ein langer Wurf. Egal, ich mache genauer Wurf. Spiele diese Karte, bevor du einen Werfentest für dein Spiel ablegst. Der Test gelingt automatisch, wirf den sechsseitigen Würfel nicht. Hm? Ich brauche keinen Test machen und der Test gelingt automatisch. Okay. Der genaue Wurf. Yay, Touchdown! Ups. Und 3 Punkte für mich. 1, 2, 3. Jetzt sind wir gleich auf. Der kommt weg. Und warte mal, ich bekomme die auch noch. Geil. Beanspruche die Karte, wenn dein Team einen Touchdown erzielt hat. Nochmal einen Punkt. So, dann machen wir das hier und ein neuer Ball kommt ins Spiel. Auf die 8. Du bist dran. Das ist gefährlich. Das ist jetzt gefährlich. Jetzt kassiere ich den nächsten Touchdown. Wenn man Pech hat, dann kassiere ich jetzt den Touchdown. Übrigens, auf der Rückseite ist ein Spielfeld mit 2 Fallgruben. Da können die Bälle noch auf 2 verschiedenen Fallgruben spawnen. Ja, nur zur Info, das sieht auch mega aus, der andere Spielplan. Erste Aktion. Und Leute, es gibt so viel jetzt auf GameFound und Kickstarter, ich könnte ausrasten. Ich werde mich noch für ein Projekt entscheiden und morgen im Wochenrecap werde ich euch ein bisschen davon berichten. Ich hoffe, dass ich noch Zeit habe, mich in das ein oder andere Projekt noch einzulesen.
Also, ich werfe jetzt zu meinem Fänger. Aber gerade über, was da Spiele angelt sind. Mit deiner letzten Aktion wirfst du, nein, oder? Nicht mit meiner letzten Aktion. Ich bin jetzt nur gegangen. Mit meiner zweiten Aktion. Achso, der kommt soweit. Okay. Du hast hier beanspruche die Karte, wenn ein Spieler deines Teams eine erfolgreiche Werfen ausführt, die keine Übergabe war. Dasselbe nochmal und... Was? Zeige eine Show für das Publikum. Beanspruche die Karte, wenn ein Team einen Touchdown erzielt hat. Ja, du müsstest den vorher noch reinstellen, oder? Nein, warum? Dann kannst du einen Touchdown machen vielleicht. Ich muss ihn nicht reinstellen, ich werfe jetzt. Ja, ist aber so oder so ein langer Wurf. Ist wurscht? Ja, okay, musst du wissen. Dann wirf. Es wird sowieso ein Patzer. Oder warte mal, bevor ich. Es wird ein Patzer wirf. Und der Ball kommt dir aus der Hand. Das war der erste Wurf im Spiel, der 1. Okay. Werfen Aktion. Da. Also, was muss ich jetzt schaffen überhaupt? Das ist der. Das ist ein langer Werfer Wurf. Werfer 3 plus 4 plus. 5 musst du schaffen. Warum? Du hast ein langer Wurf minus 1. Ja, wenn ich 3 plus habe, dann muss ich dann einen 4 plus werfen. Ja, genau. Tatsache, yes. Das gelingt. Okay. Dann wirft er den Ball rüber. Genau. Mein Fänger hat die Fähigkeit, wenn dieser Spieler einen geworfenen Ball, keine Übergabe oder hüpfende Ball fängt, wirf einen sechsseitigen Würfel. Dieser Spieler kann eine freie Rennenaktion, eine Anzahl Felder bis zum Wurfergebnis weiter. Ach komm, jetzt würfelt. Also nochmal, bevor sie würfelt, wenn der einen Ball gefangen hat, dann darf er würfeln und geht jetzt so viele Felder, wie du Würfel, wo Augenzahlen würfelst. Also ich hoffe, jetzt kommt eine 1, ich würde mich tot. Ich muss dann aus dem Bild gehen, glaube ich. Bitte eine 1. Ah, verdammt. Ich hätte jetzt Tränen gelacht, ich schwöre, hätte ich jetzt Tränen gelacht. Aber du hast ja noch eine Aktion, oder? Ja, aber ich beanspruche erst deine Karte. Ja, aber ich sage, du hättest den Touchdown so oder so geschafft. Aber es wäre trotzdem lustig gewesen, sie hätte die Aktion verloren. Ich lache jetzt schon. Cool. Ein Spieler Touchdown erzielt. Dann wird, glaube ich, aus der Arena geschickt. Ach ja, schade, dass es keine 1 war. Siegpunkte für die Karte deiner Frau fehlen noch, oder? Ach so, ah, ja. Du hast eine durch den Werfen, das war ein Siegpunkt, glaube ich, gell? Danke für die Info. Na, die habe ich jetzt gerade genommen, ich habe die Touchdown-Karte genommen. Wir haben vorher auch da eine fürs Werfen bekommen, oder? Da. Ein Team eine erfolgreiche Werfenaktion ausgeführt hat. Na, das war der eine, die eine Aktion, ich kann nur eine Karte beanspruchen. Das war ja freie Aktion danach. Ach so. Ja, mit dem Touchdown. Ich habe mir jetzt die Touchdown-Karte genommen. So, in einer freien Aktion darfst du nicht beanspruchen, gell? Hä? Das ist ja die gleiche Aktion noch. Und nach der Aktion kann ich diese Karten beanspruchen. Die Aktion... Ja, das war seine Fähigkeit. Ja, also mit einer freien Aktion kannst du keine Karte beanspruchen. Also doch, ja, sicher, aber es ist der Zug in die Aktion. Es war die gleiche Aktion. Die freie Aktion wurde in der Aktion gespielt. Ja. Aber vielleicht... Aber die muss jetzt... Das stimmt schon. Ich brauche jetzt trotzdem nur die Punkte für meinen Touchdown. Mhm. Und dann für meine dritte Aktion... Das ist ein Nachteil, wenn man mit Kamera spielt jetzt... Habt ihr das gesehen und meine Frau liegt vorne? Da entgeht nichts den scharfen Augen. Habe ich selber schon gesehen. Ja. Also, wenn man ein Spiel beobachtet, einen Livestream oder so, und da hast eine schöne Draufsicht, hast voll den Überblick. Ja, und was ist jetzt mit ihm? Er kommt jetzt automatisch. Der ist aus dem Spiel, ja. Aus dem Spiel. Mit meiner dritten Aktion steigt gleich wieder eine. Ja, super.
Also, geht das? Wird aus der Arena geschleppt, zweifellos wollen ihn seine Mitanwärter gratulieren und wird dann auf der Reservebank gesetzt. Das Team beendet den Zug wie üblich, obwohl sich auf dem Spielfeld vielleicht kein Ball befindet. Das ist eine großartige Gelegenheit, sich neu aufzustellen und ein oder zwei gegnerische Spieler zu blocken. Mhm. Steht nicht da, dass es nicht geht, also. Ja. Bist du fertig? Mhm. Ah, Ball. Ein neuer Ball. Würfel. Hoffentlich 8. Achso. Damit muss ich ein W8 würfeln. Damit sie 8 dabei ist. Oh, eine 5. Spiele diese Karte zu Beginn eines Zugs nach den Notreserven aus für eine freie. Ah, was sind die Notreserven nochmal? Das habe ich mir auch nicht gemerkt. Ich glaube, wenn man nur 3 Feldspieler drin hat. Seite 9. Wenn ein Team zu Beginn seines Zuges weniger als 3 Spieler auf dem Feld hat, führt sein Trainer sofort als freie Aktion, eine Reservenaktion aus. Okay, also freie Reservenaktion. Aber ist eh also nicht der Fall. Also weniger als 3 oder wie? Oder 3? Weniger als 3. Ah, und ich muss noch Karten abwerfen. Okay. Erste Aktion, der kommt rein. Zweite Aktion. 1, 2, 3, 4. Na, warte mal. Na. Zweite Aktion, der holt sich den Ball. Und könnte er sogar noch zurücklaufen wieder. Ich glaube, der hat nur 4, gell? 1, 2, 3, könnte sich noch bewegen. Ja, aber er hört sich ja gerade bewegt. Ach so, du meinst beide bewegen? Mhm. Ja. Yeah. Der geht da nicht rein, also lasse ich den liegen, ist ja egal. Dann gehe ich wieder zurück. Aber da wartet der schon. Ja, da waren wir uns nie so sicher, ob das jetzt geht oder nicht, aber es ist nicht. Steht nicht drin, dass es nicht geht. Gestanden, gell? Wäre unlogisch, hört den Bayern rennt wieder zurück, das ist ja ein Footballspiel, man kann ja Haken schlagen. Also könnt ihr auch im Chat schreiben, die Frage ist, kann man auf dasselbe Feld wieder gehen, von dem man gekommen ist? Also ich denke schon, das wäre ja sonst unthematisch. Okay, und meine zweite Aktion ist, dass der hier, der Blitzer, jetzt auch mal in Action gerät, macht eine Deckenaktion und würfelt. Was kann der Blitzer? Jedes Mal, wenn der Spieler eine Blockenaktion ausführt, kann sein Trainer sich dazu entscheiden, die Würfel neu zu werfen. Viel Spaß. Der liegt. Schubsen. Na, ich würfle nochmal. Ja, das ist cool. Mal. Ja. Warte mal. Du hast nicht hergesehen. Ja. Weil ich da Karten habe. Ich habe es mir nur schnell durchlesen müssen. Spiele diese Karte, nachdem ein Spieler deines Teams als Ziel einer Blockenaktion gewählt wird, bevor die Blockwürfel geworfen werden. Dein Spieler darf eine Ausweichaktion ausführen. Er muss danach frei sein, nicht gedeckt. Die Blockenaktion wird zurückgenommen und zählt nicht als ausgeführt. Du Sack! Du Sau! Das ist ja aber jetzt fies! Ey, das ist jetzt fies! Also ja, einmal ausweichen. Sorry für das Geschimpfe, aber das war, hat mich jetzt angepisst, dass meine Frau auch ab und zu beschimpfen. Gute Nacht, Mark B. Ne, die Karte, sie ist für 2 Spieler in der Endzone des Gegners bekommen hat. Ach so, ja, weiß ich jetzt nicht mehr, welche Karte das war. Egal, meine Frau ist eh vorne. Mehr Punkte brauchst du eh nicht. So, ja, dann bin ich fertig, ich meine. Ich habe 3 Aktionen durch. Habe ich dir irgendwas?
Nein, während spiele ich die Karte, wenn ein Spieler deines Teams eine erfolgreiche Werfenaktion ausführt? Nein, dann ist die weg. Und du? Was ist die neue? Ich lese vor. Mindestens drei Spieler deines Teams während deines Zugs rennen Aktion. Aha. Das verführt zu Sachen zu machen, die du eigentlich nicht willst. Schön. Werfaktion, beanspruche Ballbesitz und kein Gegner mehr. Okay. Na, also ich muss jetzt auf alle Fälle versuchen, den Ball wieder zu bekommen. Dafür gehen wir mit R. 1, 2, 3, 4, 5. Als zweite Aktion mache ich eine Aktion. Ich hoffe, der Sound passt gut. Ich kann das vorher oft nicht so gut testen, aber das Mikrofon ist einfach der Hammer. Ich habe es ein bisschen weiter wegstellen müssen von mir, sonst wäre es in der Facecam. Oh Gott, ich muss mal meinen Blitzer da wieder einholen. Obwohl, ich könnte noch ein bisschen rüber stellen, damit ihr mich noch ein bisschen besser hört. So. Ja, dann mache ich eine Blockenaktion. Okay. Schubsen. Okay, dann wirst du einfach nach hinten geschubst. Okay. Und ich kann entscheiden, ob ich mitgehe und das tue. Ja, aber den Ball habe ich noch. Das ist geil. Und nein, ich bleib hinten. Nein, ich gehe nach vor. Dann bin ich dran, oder? Warte mal, was habe ich überhaupt gemacht? Ich bin gegangen, dann habe ich... Habe ich nicht aufgepasst? Ja, nein, genau. Ich bin gerannt, dann habe ich Decken gemacht und dann Blocken. Also ich habe drei Aktionen gemacht. Langsam geht es sich. Da ist schon die erste Endphasen-Herausforderung. Und das heißt, wenn die dann ins Spiel kommt, gibt es kein K.O. mehr. Ja? Dann kann man nicht mehr durch 10 Punkte Unterschied gewinnen. Dann geht es, bis die Karte aus ist. Das sind noch 6 Karten. So, ich spiele jetzt kurz eine Karte. Spiele die Karte zu Beginn deines Zuges nach den Notreserven aus. Ja? Also es gibt kein Ball im Spiel. Es ist ein Ball im Spiel. Dann gibt es den Notreserven-Step. Und führe eine freie Reservenaktion aus. Machen wir so. So. Ah, der steht voll im Weg. Ah, der steht richtig blöd. Ich könnte ich habe eine Karte, könnte ich den umtackeln. Nur weil er da steht, komme ich nicht vorbei. Warte mal. Doch! Nein! Na! Also ich könnte mit denen bis hier hinkommen. Das Problem, was ich gerade habe, nur dass ihr es seht, ich kann hier nicht durch. Weil der da steht, ich kann da vorne nicht durch, weil der da steht und ich darf nicht weiter ran als ein Feldabstand. Also das hast du zwar nicht gewollt, glaube ich. Nein. Aber ich könnte den tackeln, wenn ich einen Weg durchfinde, aber ich finde keinen durch. Boah, ist das blöd. Was macht der jetzt mit dem Ball? Jetzt bleibt nichts anderes übrig, ich muss erstmal einen Block versuchen. Na.
Ich hab's. Es ist aber... Wow, das ist voll riskant. Wie viel kann der gehen? Das ist ein Feldspieler. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. Macht Decken. Das ist der Blitzer, der coole Typ. Er macht eine Blockaktion und sagt, er darf neu würfeln. Du hast wahrscheinlich wieder eine Karte. Neu würfeln. Okay, das ist ein Tackle, das heißt, er kann danach keine Aktion mehr machen und du musst auf Verletzung würfeln. Warte mal, das ist der Fänger, oh, 5 plus. Oh. Jetzt bleibt er liegen. Ja. Na, bumm. Ja, aber das ist echt cool. Der beansprucht sogar 2 Fälle. Ja, der ist so lang. Und kann sich drehen. Das ist meine Spezialfähigkeit. Ah, jetzt habe ich was gesehen, ey. Touchdown. Nein, Spaß. Er muss den Ball besitzen, er muss freistehen. Alter, das mache ich. Jetzt pass auf. Der... 1, 2, 3, 4. Und jetzt macht er eine Deckenaktion. Der Spieler kann in dieser Deckenaktion bis zu 4 Felder weit anstatt nur 2 Felder weit bewegen. 1, 2, 3. Er hat den Ball übrigens, kann aber keinen Touchdown machen, weil er gedeckt ist. Scheiße, jetzt kann ich keinen... ich habe das verwechselt mit dem. Ich habe mir gedacht, ich kann noch einen Block machen. Aber egal, es ist eh so cool. Er bleibt da stehen und ich kann, glaube ich, nichts beanspruchen. Touchdown. Na, rennen. Okay, du bist dran. Die Karte ist weg. Jetzt kommt erstmals eine Endphasen-Herausforderung. Beanspruche sie, wenn ein Spieler deines Teams eine erfolgreiche Werfenaktion keine Übergabe ausgeführt hat, die Abzügen unterlag. Ja, du kannst die Karte holen, wenn du einen riskanten Schuss gemacht hast, also wenn du irgendwie minus 1 bekommst. Okay. Da wäre meine Karte geil gewesen. Spielst du aus, machst du einen automatischen. Ich glaube, es kommt jetzt ein neuer Ball ins Spiel. Was hätten wir jetzt fast übersehen? Das stimmt. Ich habe am Anfang des Zugs den Ball besessen und am Ende des Zugs habe ich ihn auch besessen. Und du hast keine Herausforderung. Oh hey, Leute, das darf man nie übersehen. Das ist mega lustig. Ich habe nicht übersehen. Ja, aber ich hätte es jetzt flaut erklären übersehen. Ja, aber wenn du... Aber das ist so eine Regel, die kannst du voll übersehen, auch wenn du es öfter gespielt hast. Ja, weil du bist voll in deiner Taktik drin, freust dich, dass du in die Endzone kommst und derweil muss ja ein neuer Ball ins Spiel. Ja, oft weiß man ja auch gar nicht mehr am Ende des Zugs, wenn man vielleicht zu viel gemacht hat oder so viel Action hatte, ob man am Anfang des Spiels noch schon den Ball hatte. Naja, das schon, aber gut. Ja, wenn man dran denkt. Das ist eine easy Regel, aber die kann man übersehen. Auf die 2. Mhm, da springt er dann nochmal weg. Na. Aber da ist doch der. Ach so, wenn ein Spiel kommt, springt er weg, oder was? Ja, wenn er wohin springen würde, wo schon ein Spieler ist. Ja, aber ich bin nicht gedeckt. Ja, das ist wurscht. Warte mal. Da steht kein Ball im Spiel. Wo steht das mit kein Ball im Spiel? Das merkt man sich immer nie dann. Sagen wir gleich. Warte, ich schaue. Den Ball aufheben.
glaube, da steht hier das Spiel gewinnen, die Endphase. Nein. Der hüpfende Ball. Wenn der Ball auf ein Feld hüpft, das von einem freien Spieler besetzt ist, nimmt dieser Spieler den Ball in Besitz. Dann hat er den Ball. Den Jackpot. Ja, und dann bist du dran. Du führst ja übrigens noch. Ja, und das Spielende ist, wenn die Karte gedroppt ist oder wenn sie auftaucht. Warte mal, die ist übrigens weg. Wir haben eine neue. Nachdem du eine Aktion mit einem Spieler deines Teams ausgeführt hast, wenn du keine andere Herausforderungskarte beanspruchen kannst. Null Punkte. Was? Ja, beanspruche die Karte, nachdem du... Es ist weitermachen. Beanspruche die Karte, nachdem du die Aktion mit einem Spieler deines Teams ausgeführt hast, wenn du keine andere Herausforderungskarte beansprucht hast. Ja, das zählt dafür, ja, dass du dann vielleicht den Bonus für 2 Punkte bekommst, wenn du es schaffst, so, alle, ja, alle Karten abzuräumen. Ja. Das ist ja witzig. Und man kann dann noch Liga spielen, dann gibt es Ligapreise, Trainerbelohnungen, kannst deinen Trainer ein bisschen leveln. Das, okay, seht ihr dann hier drüben. Ja. Gibt es dann Trainerpunkte, die du ausgeben kannst. Es gibt dazu noch, falls ihr es wissen wollt, einen Blog, um eure Saison ja, zu tracken. Also Trainerbegabungen bekommt man dazu. Und hier der Trainerbogen. Super ist das, was da alles drin ist für das kleine Geld. Das ist einfach Preis-Leistung mega, finde ich. Ja. Zumindest, ich glaube, ich habe dafür 27 Euro bezahlt. Das ist unglaublich. Also der Spieler macht jetzt auf alle Fälle mal eine Blockenaktion. Sobald die erste Herausforderungskarte aktiv wird, hat das Spielende begonnen. Ab diesem Zeitpunkt kann kein K.O. nicht mehr erzielt werden. Das Spiel endet erst, wenn der komplette Herausforderungsstapel ausgeteilt wurde. Sobald die letzte Karte des Stapels aktiv wird, hat jeder noch einen Zug. Danach endet das Spiel und der mit der höchsten Punktezahl gewinnt. Also, er macht da eine Blockenaktion. Was? Achso. Das war das Falsche. Schubsen. Juhu! Ich hab doch einen Feld. Ich komme mit. Das ist jetzt gerade wichtig. Der Touchdown wäre extrem wichtig. Oder... Also das war die erste Aktion. Ja, jetzt musst du freilassen wahrscheinlich, dass du noch einen hinstellen kannst. Das ist ein spannendes Finale. Mit meiner zweiten Aktion... Hallo Cruelty Curse. Grüß dich. Hol ich meinen Blitzer rein. Oder Christi. Woher kommst du? Auch aus Österreich natürlich, oder? Grüß euch. Also mit meiner zweiten Aktion hole ich einen Blitzer rein und mache mit der... Na, der kommt gleich ins Spiel. Warte mal, ob der... ob das geht. Ist ja nichts gestanden. Das ist ja meine Reserve. Meine Zone. Ja, das hätten sie da noch im Übersichtssheet noch besser. Sagen wir gleich. Ob das geht von der Reserve gleich... Da. Er darf dabei nicht an einen Gegner angrenzen, solange es eine andere Option gibt, also, und kann nicht in einem Feld, sonst kannst du ja was, wenn der da drüben steht, da, ja, das wäre ja unfair. Okay. Da komme ich damit natürlich. Wie viele Aktionen hast du noch? 2. Achso, da könntest du ihn reinbringen und rüberlaufen. Oder mit denen auch 2 Schritte laufen. Ja, 1, 2, aber dann kann ich ja... Ich kann ja trotzdem nicht blocken. Der kann 7 laufen, oder? Also, das stimmt, du kannst dann nicht blocken. Mhm. Okay, dann mit meiner zweiten Aktion stehe ich auf. Ja, ich kann ja keinen Touchdown machen, wenn ich nicht frei bin. Kann ich keinen Touchdown machen. So geht's aber nicht. Aber du kannst 1, 2...
frei. Nein, kann ich nicht. Ich, ah, der, ja, du kannst. Ja, du kesselst mit deinem Eck. Ja, außer du hast 1, 2 Decken. Ja. Und dann ausweichen. Ausweichen. Ah ja, stimmt. Das geht, ja. Aber das muss ich gleich verhindern. Mit meiner. Boah, ist das taktisch. Mit meiner, boah, dritten Aktion kommt er da rein. Also das hat sie jetzt gesehen gerade noch, dass das so möglich ist. Ich hätte mir jetzt auch nicht gedacht, dass das noch geht. Aber so einfach ist der Touch dann jetzt nicht zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt gibt's da voll das Gerangel. Der hat noch den Ball. Und jetzt nehme ich diese Karte in Anspruch. Was? Warum? Ja, die... Ach so, die, ja, genau. Ich kann Stop werfen. Na, vielleicht ist ja was kurz hinten. Ach so, stimmt, da ist ja hinten ein Bonus drauf. Ah, das habe ich vergessen. Was ist denn der, oh, Bonus? Was ist der Bonus? Das stört mich das so viel. Ja, dann sag's mir, ich habe nur gefragt, eigentlich darf ich es ja nicht wissen, aber ich habe gehofft, würdest du mir das verraten? Ja, ich weiß das aber noch nicht. Mach sie fertig, beanspruche diese Karte, wenn während deines Zugs ein zweiter oder weiterer Gegner umgeworfen oder verletzt wurde. Aha. Uiuiui. Jetzt wollen sie Blut sehen. Ne, mir bleibt nichts anderes über als. Das kann ich nicht. Schaut, dass der nicht mithelfen kann. Und der macht eine Blockenaktion. Kann eh nicht viel machen jetzt. Er kann nur versuchen, den umzuwerfen. Das ist, glaube ich, ein Feldspieler, gell? Ja. Feldspieler kann nix. Nein. Nein, er kann wirklich nix. Ich muss den wegkriegen, dann ist er Touchdown. Na ja, ein Feldspieler. Ja. 1, 2, 3, 4. Und... Na! Ist jetzt blöd. Nein, ich hab das voll blöd gemacht. Nein, ich hab das voll blöd gemacht. Ich hätte 1, 2, 3, 4. Wo war er da, glaube ich? Ja, 1, 2, 3, 4. Dann eine Deckenaktion und dann den Block von ihm mit 2 Würfeln durchführen, weil er Unterstützung gehabt hätte. Ah, das tut weh. Aber egal. So, jetzt habe ich 3 Aktionen verbraucht. Und spiele diese Karte, ich bekomme eine 4. Aktion, nachdem ich die 3. gemacht habe. Super. Jetzt kommt ein Block mit 2 Würfeln. Und da gibt es einen Touchdown. Achso. Doch, ja! Moment. Einspruch. Da geh schon wieder. Ich komme mir vor wie bei Magic mit den Counterspells. Spiele diese Karte, um einen beliebigen Wurf zu wiederholen, der einen 6-seitigen Würfel oder Blockwürfel benutzt. Ja, dann. Na, einen. Einen beliebigen Wurf, nicht Würfel. Ja, vielleicht habe ich 2 Totenköpfe. Fast. Was ist das? Das ist nichts, glaube ich, oder? Umgeworfen. Juhu! Umgeworfen. Verletzung würfeln. Wer ist denn das? Ein Feldspieler. Plus. Na, bleibt. Der bleibt? Okay, ist egal. Touchdown! Touchdown!
Drei Punkte. 1, 2, 3. Und den habe ich auch noch. Beanspruche die Karte, wenn dein Team einen Touchdown erzielt. 4 Punkte. Boah, ist ja knapp. So, dann bin ich fertig. Es kommt eine neue Karte ins Spiel. Beanspruche die Karte, nachdem ein Spieler deines Teams einen Touchdown erzielt hat und der Spieler den Ball durch eine erfolgreiche Werfenaktion keine Übergabe eines Teamkameraden in diesen Zug in Besitz genommen hat. Boah, das sind komplexe. Also wenn du wirfst und der Spieler einen Touchdown macht, kriegst du 3 Punkte. So, Ball kommt in... Also das ist theoretisch sogar möglich. Ja, kommt jetzt wieder ein Ball ins Spiel, wenn schon ein Ball im Spiel ist, oder? Ach so, nein, kommt nicht. Kommt nicht. Wir hatten einen... Ach so, da ist der zweite Ball, genau. Da bist du dran. Schön, mir die Reservenoption. Okay. Kein Ball im Spiel, man kommt dann ins Spiel. Ja. So. Machen wir mal den Blitzer, der kann 6 belegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Übrigens, es kann auch unentschieden ausgehen. Achso, 5. Eine Deckenaktion. Oh. Ich führe um einen Punkt. Ich würde so lachen, okay, wenn es unentschieden wäre. Aber das geht gar nicht mehr, schau. Es geht eigentlich gar nicht mehr, unentschieden zu machen. Die bringen alle 2 oder 3 Punkte. Das heißt, wenn du einen Touchdown machst, wären es auch 3 Punkte. Es gibt kein Unentschieden. Ja, wenn ich was nehme mit 2 Punkten und du mit 3 Punkten. Also ja, okay, ja, okay, dann schon. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich, dass ich das jetzt nochmal schaffe. Also mit meiner dritten Aktion wird der Blitzer dich blocken. Ich hätte da aber schon gerne noch einen schönen Wurf versucht. Oh. Na? Jetzt kommt vielleicht eine Karte. Darum gibt es Stillschweigen. So, also du greifst mich mit dabei, also quasi Unterstützung an. 2 ja. Würfe. Puh. Rums oder Schubsen? Rums. Ja, da brauche ich keine nachdenken. Wahrscheinlich ein Rums. Ziel wird umgeworfen, ziehe beim Rüstungstest 1 vom Ergebnis ab. Oh. 1 vom Ergebnis abziehen, das heißt, es ist der Blitzer, der hat nicht für Rüstung, glaube ich, der hat doch 2. Ich muss 2 plus würfeln, also muss ich 3 plus würfeln. Oh je. Der ist im Arsch. Okay, und der Ball? Der hüpft. Hüpft. Ja, er bekommt den Ball. Na, dahin geht der Ball. Ah, nein, hier kommt er, ja, okay, stimmt. Genau, das waren meine 3 Aktionen. Mhm. Ich habe keine beansprucht, die kommt weg. Was kommt da? Ah, die schon wieder. Wenn er während des Zugs ein zweiter oder weiterer Gegner umgeworfen oder verletzt wurde. Ui! Dann mache ich doch glatt hier eine Deckenaktion. Mit meinem Läufer. Decken und blocken. Scheiße. Ist das der, was 2 machen kann, oder? Ah, warte mal. Dann habe ich keine Aktion mehr. Warum? Der muss das machen. Der Troll. Wo ist er, der Troll? Hier ist er, der Troll. Na, der ist da drin.
Ah, doch nicht. Das ist der Troll, oder? Ja. Troll. Okay. 1, 2 Deckenaktion, gratis Blockaktion. Na, weil ich hätte die Herausforderung so gerne gehabt. Na. Ich muss den blockieren. Und decken. Du bist dran. All dieses aus, Leute. Drei Karten noch. Also wenn keine mehr da sind, dann ist es aus. Mhm. Okay. Ah, nein. Ich glaube, es wäre schon aus wahrscheinlich. Aber wir machen es halt noch den zu. Ich glaube jetzt. Warte mal. Die letzte so, Karte. Also wir spielen eben mit den Verlängerungsregeln. Ja, jetzt sind da eben Zusatzkarten für Leute, die es nicht wissen. Normal gewinnt man, wenn man 10 Punkte Vorsprung hat. Oder mit den Verlängerungsregeln. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Darum mehr Karten. Das Spiel endet erst, wenn der kommende Stapel der komplette Herausforderungsstapel ausgeteilt wurde. Sobald die letzte Karte des Stapels aktiv wird, hat jedes Team noch einen Zug. Ja, das haben wir gemacht. Okay, ja, jetzt haben wir. Dann ist jetzt das Spiel aus. Na, sobald der die letzte aktiv wird, achso, ja, okay, dann hat jeder noch einen Zug. Das heißt, du darfst nochmal und ich darf nochmal. Dass du nur mal darfst, das nervt mir aber schon. Es war wichtig, dass ich den jetzt dickt habe. Ja. Aber der geht ja 7, oder? Der geht 7, ja. Ich war fett. Also, du hast noch eine Karte, die ihn pusht. Also. Ich mache jetzt einmal. Beanspruche, du kannst da umtackeln, gell? Mit der Karte kannst du auch noch 2 Punkte holen. Ja, ich weiß. Sie hat jetzt die Entscheidung. Dankeschön. Was glaubst du, mache ich da? Ja, okay, oder? Ich habe gedacht, du versuchst irgendwie mit deiner Karte, die du hast, den Touchdown noch zu erzielen. Nein, das ist mir zu riskant. Aber weißt du, mit 7, der ist es schon heftig, dass der mit 7 laufen kann von Haus aus. Hat der ja, der ist heftig. 7 Bewegungen und rennt in die Endzone Fänger. Fast runter, das ist Hammer. Ja. Es geht sich nicht aus, um Orfeld. Ja, jetzt müssen sie kämpfen und das Publikum glücklich machen. Okay. Du hast vielleicht das Spiel gewonnen. Auch wenn es durch Würfelwurf entschieden wird, trotzdem ultra thematisch. Ne? Jetzt gibt es Arena-Kampf. Okay. Genau. Wer ist denn da wer? Das ist ein Feldspieler. Und das ist der. Okay. Ja, dann bekämpfen wir jetzt mal den. Der hat jetzt wirklich getroffen, oder was? Ein Tackle. Tackle. Mhm. Das heißt Verletzung. Und du kannst mit ihm nichts mehr machen. Mhm. Ja, überlebt. Dann mit ihm. Oh, geht nicht im Arsch. Boah, ein Fluch von meiner Frau, das ist ja mal selten. Brauchst du gar nicht aufatmen, ich würfel den jetzt nochmal. Was? Bonusspielzug. Wird einen beliebigen Wurf zu wiederholen oder einen sechsseitigen Würfel oder Blockwürfel zu benutzen? Boah, ist das spannend. Schubsen, juhu! Boah, so knapp, ey. Ich komme mit. Das ist eine A-Aktion. Was mache ich mit der Scheiß-Aktion? Das Schlimme ist, dass man sich den Ball nicht so einfach holen kann, weil du musst mit Decken reingehen und bei Decken hüpft er dann, oder? Das ist ja voll übel.
am Ende meines zweiten Zugs hole ich mir die. Schau mal, was die kann. Karte sofort. Wie hast du die geholt? Ja, das ist so, schon okay. Okay, ich weiß schon. Spiele diese Karte sofort, bevor sie deinem Blatt hinzugefügt wird. Zwei neue Bälle kommen ins Spiel, die den Regeln für kein Ball im Spiel und mehrere Bälle folgen. Ist das schräg? Okay, erster Ball. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hey, was soll das jetzt nur ein Unterschied machen? Ja, wenn die früher kommt, dann ist da auch der Ball. Drei. Ja, der kommt zu mir. Na? Ja, doch. Nochmal? Wie hast du die geile Karten? Multiball. Hey, geil. Also wenn die ein Zug vorher kommt, oh Gott. Mhm. Da musst du dann echt was überlegen. Die hätte ich vorher schon Anspruch nehmen sollen. Boah, hey. Also das sind überraschend coole Karten, muss ich ehrlich sagen. Da sieht das Boing, Boing. Da purzeln die Footbälle aus dem Loch. Ist doch geil. Hammer-Ding, das Spiel. Okay, und mit meiner dritten Aktion... Was, du hast noch eine Aktion? Achso, du kannst keinen mehr tackeln. Nein, ich kann keinen mehr tackeln. Mit meiner dritten Aktion. Was könnte ich denn machen? Dann mache ich... Nein, ich glaube, das war's. Der kann noch bis zur fast zur Endzone laufen und weinen mit dem Ball. Da gehe ich ans Druck mit dieser... Ausweichen. Ja, das Zurückgehen kostet mich dann zwei Aktionen. Mhm. Ja, somit könnte ich die Karte auch nicht holen. Das Spiel voll taktisch. Ja, doch. Achso, das kostet mir eine Aktion. Ja, im Endeffekt, die Karte ist weg. Jetzt bin ich an der Reihe, schau, mal genau richtig gespielt. Und ich brauche gar nicht mehr meinen Zug machen, weil eigentlich habe ich gewonnen. Ja, mit einem Punkt Vorsprung. Ich könnte jetzt versuchen, zwei zu tackeln. Das geht. Das geht. Na, der Troll liegt, oder? Na, wo ist der Troll? Ich kenne ihn nicht. Da ist der Troll. Ja, es wird sogar funktionieren. Probieren wir es einfach mal. Ausweichen und Angriff ist eine Aktion bei ihm. Das wäre das erste. Dann erste Aktion und zweite Aktion, also dritte Aktion blocken. Nix, okay, auch nicht geschafft. So, das Spiel ist zu Ende. Es wäre fast zu einem Unentschieden gekommen, aber die Zwerge haben mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Wäre der Multiball jetzt früher aufgetaucht, wäre das ein Chaos geworden. Ja. Yeah. Das war ein Chaos geworden. Mit drei Bälle, das war ein Chaos geworden. Hey. Ich hätte nur einen Wurf probieren können. Ja. Eventuell. Aber wenn du dann nichts vergisst und so, dann spielst du es auch noch schneller runter, das Game. Definitiv. Aber ich glaube, ich hätte nicht fangen können. Ja, ich hätte mir erst freistimmen. Ja, es war halt ein Chaos geworden. Es ist unberechenbar im Nachhinein. Ja. So, also dein erster Eindruck. Ja, es war recht lustig. Ein sehr lustiges Spiel, gell? War wirklich lustig. Aha. Ich finde es auch mega. Und es ist zu jeder Zeit, glaube ich, alles möglich. Ja. Also, allein schon durch den Multiball. Du hast zuerst den Rückstand gehabt, aber noch voll aufgeholt und... Ich finde das so krass geil, dass wenn da jetzt ein Ball liegt, dann kann ich nicht nach vor und mir den Ball holen, weil... Ich kann maximal bis hierhin laufen, yeah. Wegen Abstand der Spieler. Und wenn ich jetzt eine Deckenaktion mache, dann springt der Ball hier weg. Ja, yeah, ist das Coole. Du kannst voll zocken. Ja, yeah. Und es ist dadurch nicht zu einfach. Nein, es ist echt nicht sonst zu einfach. Sonst wäre es zu einfach, zu banal. Schon nicht mal, wenn zwei Bälle hier liegen, komme ich ran. Und du aber auch nicht. Ja, yeah. Genau.
Das ist voll cool. Ja, also, das ist wirklich cool. Es ist nicht so einfach, aber trotzdem, ja, aber richtig lustig wird es dann, wenn man mal mit solchen Bälle spielt. Also ich habe vor, nicht, dass jeder Trainer einen Ball bekommt, wie gesagt, weil ich die Miniaturen nicht habe, aber diese Spezialbälle zum Beispiel, ich lese euch mal einen vorher, Nörgling-Ball. Wenn du einen 8-seitigen, jetzt weißt du ja auch, wie das Spiel funktioniert, wenn du einen 8-seitigen Würfel wirfst, um zu ermitteln, wohin dieser Ball hüpft, wird das Ergebnis immer als 7 behandelt. Aha. Und der springt immer auf die 7, egal was du machst. Ist ja voll witzig, oder? Ja, also eigentlich ist es so, dass jeder Trainer 2 dieser bekommt, also aussucht vor Spielanfang, das ist quasi der Teamball, und dann jeden Ball, was man ins Spiel bringt, kann man aussuchen, welchen Ball man bringt. Da braucht man aber die Miniaturen dazu, weil sonst bringt das nichts. Mhm. Aber ich würde es auch so spielen, und es ist definitiv sicher lustig, wenn du sagst, okay, alle Bälle sind Nörgling-Balle im ganzen Spiel. Ja. So wie im Fußball, was der Spiel mit dem WM-Ball, dann ist halt der WM-Ball. Ja, genau. Und ich glaube, dass das lustig ist, wenn das für jeden Ball zählt. Ja. Oder man kann sich ja 2 verschiedene Bälle aussuchen und die blauen Bälle sind die Bälle und die roten Bälle sind die Bälle. Oder schau dir das mal an. Der Wabrauchfassball. Nachdem ein Spieler im Besitz dieses Balls eine Rennenaktion ausgeführt hat, wirf einen 6-seitigen Würfel, bei einer 1 wird der Spieler verletzt und der Ball hüpft einmal. Verletzt? Also der kommt raus, weil der ist explodiert oder so. Ja, aber eigentlich könnte man sich sowas auch für einfach selber machen, oder? Mit ein bisschen Fimo oder irgendwas. Ja, das dürfte schon funktionieren, aber muss mal schauen, was die kosten oder so. Ja. Wenn man die extra irgendwie gibt, ich habe mich da auch nicht informiert. Ja, ich meine, cool wäre das bestimmt, die zu haben. Schau her, der ist voll lustig. Gemeiner Geist. Wenn zu Beginn des Zuges eines Trainers kein Spieler diesen Ball in Besitz hat, hüpft er einmal. Der liegt dann nur da, der hüpft einfach. Ja. Da gibt es natürlich extrem komplexe Bälle. Lies nur die kurze Ball. Vor. Mit dem, was wie? Skelett Homunculus. Mit diesem Ball können keine langen Würfe ausgeführt werden. Ah, das ist ein heftig. Hey. Das ist auch cool. Dann gibt es 2-mal. Heiliges Ei des mächtigen Sotex. Ja, also das bringt auch nochmal eine lustige Würze ins Spiel. Und irgendwie, ich meine, das ist ja wirklich, das Spiel ist einfach so lustig. 30 cm Sandwichball. Wenn sich ein Spieler in ein Feld bewegt, das diesen Ball enthält, nimmt er ihn wie bei einer Rennenaktion in Besitz. Also der springt dann nicht weg. Einfach, wenn du reingehst, hast du ihn. Heiliges Ei des mächtigen Sotex. Was? Pastetenball. Wenn ein Spieler mit diesem Ball einen Touchdown erzielt, wirf einen 6-seitigen Würfel. Bei einer 1 wird der Touchdown nicht gewertet und der Spieler wird nicht auf die Reservebank gesetzt. Dann kann er in der nächsten Runde nur mal versuchen, ob er einen Touchdown macht. Der kriegt den Ball nicht runter. Das ist scheiße. Würfelst du auch einen Touchdown? Nein, kein Touchdown. Oder hier noch den. Dämonischer Ball. Wenn ein Spieler diesen Ball in Besitz nimmt, wirf einen 6-seitigen Würfel, bei einer 1 hüpft der Ball stattdessen. Du laufst zum Ball und musst dich vorstellen, du bist, wie sagt man da, tollpatschig und mit deinem Fuß, mit einem Schritt deines Fußes kickst du dir den Ball vor dir her. Ja, nicht das erste Mal. Genau. Was vorkommt. Boah, der ist arg. Grollball. Wenn der Spieler im Besitz dieses Balls eine Blockenaktion ausführt, gilt diese Aktion als unterstützt. Das heißt, der ballführende Spieler ist extrem stark im Angriff. Ja, Leute, so war's. Das Ende der Partie. Ich habe um einen Punkt gewonnen und es war mega lustig. Also, ja, es war echt cool. Definitiv eine Auszeichnung wert. Und wie gesagt, es war eine Aktion bei Thalia, gab es, oder müsst ihr schauen, ob es die Aktion noch gibt, 10% auf Spiele und dann nochmal Gutschein dazu mit, ich glaube, 10% war es oder so, oder 5, ist das Spiel so auch nicht relativ teuer, finde ich, für das, was man bekommt, schon geil. Ja, also Box ist schon super.
Ja, und das war's mit dem Livestream. Jetzt machen wir Schluss. Es ist schon spät und ich muss irgendwann mal das Wochenrecap morgen auch noch machen. Also, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Auch alle, die später im Livestream dabei waren, war lange her, war echt wieder lustig, das mal zu machen. Und ich hoffe, dass euch das Spiel auch gefallen hat. Ich habe gesehen, definitiv. Viele kennen es auch schon. Ja, und das war's. Wir sagen gute Nacht. Tschüss.